Sky. Und live. Ja, und da sind wir wieder. Saturn mit To the Moon. Ja, hallo. Hallöchen, ich bin sehr gespannt darauf. Hab das Game persönlich noch gar nie gesehen. Dementsprechend bin ich sehr gespannt darauf, wie der Speedrun aussieht. Ja, es ist auch relativ unbekannt, könnte man einfach mal so sagen. Auch wenn es schon seit ja fast 11 Jahren draußen ist. Also jetzt sagt es, seit fast 10 Jahren, nicht 11 Jahren. Weißt du genau, wann es released wurde? Ich habe mich gestern belesen. Ich glaube, sofern wie ich mich erinnere, am 31. Oktober 2011. 1. November. Ah. Ich hab grad ab. Ja, 1. November, ein Tag daneben. Naja, halb so schlimm. Ja, ich spiele das auf der Speedrun-Setting, also auf koreanischer Sprache, aus einem einfachen Grund, den wir später sehen werden, wo ich auch nochmal ein bisschen dazu was erzählen werde. Und sonst ist jetzt erstmal der dritte Teil der To the Moon-Reihe oder der Sigmund Korb-Reihe. Aber dazu werde ich vielleicht später auch nochmal ein bisschen was erzählen, auch ein bisschen schon spoilern in Richtung des dritten Teils, der erst vor knapp einer Woche rausgekommen ist. Aber also, sonst... Flo meinte gerade, dass Zed und ich doch noch ein bisschen leise sind. Nö, ist kein Problem. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich mal zu leise bin, ne? Normalerweise drehen mich die Leute immer noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen runter. Na nö, kein Problem. Mache ich gerne erstmal lauter. Weiter auf 16 plus. Ich wollte gerade sagen, wir sind schon auf 12,5 eigentlich. Ja. Einfach lauter machen, einfach lauter machen. Irgendwann hört man uns schon. Ja. Und wenn es dann irgendjemandem die Trommelfelle zerplatzt, dann schieben wir alles auf Blue. Genau, alles Blue ist schuld. Der ist schuld. So, wie sieht's aus? Sind die beiden jetzt gut zu hören? Ja, hoffen wir's mal. Ich laber irgendwie dumm drüber. Dumm daher schwätzen bin ich sehr gut drin. Sehr gut, ich auch. Passen wir gut zusammen. Ja, perfekt. Gut. Na dann, würde ich doch sagen, wenn du soweit bist, Saturn, legen wir doch direkt los. Jo. Ich würde dann den Timer auch gleich starten. Dann würde ich mal persönlich für mich nur runterzählen. 3, 2, 1 und go. Good luck. Good luck. Zumindest funktioniert der Timer, das ist schon mal was Gutes. Das ist doch schon mal vorteilhaft. Erster Gruppenerfolg. Timer funktioniert. Die beiden sind so laut wie der Ingame-Sound. Ja gut, das geht leider nicht anders, das muss ich jetzt schon mal sagen. To the Moon ist ja basiert auf den RPG-Maker. Und der RPG-Maker hat ja ein super schönes System, wo man den Sound leiser stellen kann. Nicht. So. Also muss ich einfach ein bisschen schreien, dann geht's. Ja, das wäre, glaube ich, das Sinnvollste. Aber es geht in späteren Elementen. Na, erstmal herzlich willkommen zu To the Moon, aka den Taste C-Simulator, aka Taste C und Leertastensimulator. Das heißt, wir benutzen diese beiden Tasten am meisten im One. Um hier die doofen Dialoge wegzumachen. Wir sind in der Rolle von den beiden Herren und vom Herrn und der Dame von der Sigmund Corporation, welche im Auftrag ihrer, Arbeitgeber jetzt hier sind, um jemanden, der den Tod geweiht ist, also bald sterben wird, auch diesbezüglich die letzten Wunsch zu erfüllen. Welcher Wunsch das ist, sieht man entweder im Spieletitel schon oder werden wir im Verlauf des Abenteuers auch sehen. So, einfach die ersten Dialoge weggeklickt. Jetzt müssen wir erstmal aus den kaputten Wagen den Nails, der hübsche männliche Charakter hier, an den Baum gesammelt hat, ein Paketchen holen und jetzt geht die Wanderung erstmal nach oben. Und in jeder typischen RPG-Manier haben wir unser erstes kleines Hindernis hier. Ein kleiner Faceblock, wie es gleich scheint. Natürlich wie immer durch dieses Spiel C-Taste durchspammen, dass das auch schneller reingeht und man sieht ja da, das ist einfach nur ein einfacher Fußball gewesen. Ja, C-Tasten-Spam, der Way to go in diesem Speedrun. Auch das Einzige, was wir eigentlich großartig hier machen, außer so ein paar kleine Rätsel machen, kleine Fluchtpassage und ähnliches. So. Das Spiel ist groß in drei Abschnitte geteilt, also den kleinen Prolog, den wir jetzt hatten, wo wir einfach straight nach oben gegangen sind, etwas angeklickt haben, gleich Akt 1 der längste Teil, dann Akt 2 der kürzeste Teil
Und dann Akt 3, der nochmal ein bisschen länger ist und wo auch nochmal ein paar Conclusion kommen. So, wir haben jetzt höflich, wie wir sind, mal an der Tür kurz geklingelt, um Einlass zu finden. Und die Hausherrin, in Anführungsstrichen Hausherrin, ja, kommt jetzt mal langsam runter. Immer weiter hier C und Lehrt, hast es mir mal kurz in den Chat gucken. I mean, da muss ich direkt sagen, definitiv besser als im Pokémon. Pokémon rennst du einfach in die Häuser rein. Ja. Da ist nichts mit Klopfen oder Klingeln. Jetzt muss ich mal ganz doof fragen. Ich kenne ja auch ein paar JRPG Maker Games. Kannst du nicht einfach Steuerung gedrückt halten, um den Text ganz schnell wegzuspammen? Das will ich nicht machen. Erstens, weil ich Angst habe, dass ich irgendeinen Modus gerade aktiviere, den ich oftmals so nach jedem 10. oder 12. Start habe, wo okay. Ich einfach rasend schnell wie Sonic durch das Spiel durchrenne. Und go fast. Ja, du, das hatte ich erst beim Practice vor 2 Tagen gehabt. Da bin ich wie Sonic durchgerast. Durch das Spiel. Ich dachte nur, ich entschuldige mich direkt, wenn ich huste oder so. Ich glaube, ich werde langsam ein bisschen krank. Ich dachte nur, das geht vielleicht ein bisschen weniger auf den Zeigefinger, wenn du nur eine Taste gedrückt halten musst, anstatt C zu spammen. So, ich mach das jetzt einfach mal. Ne, klappt nicht. Also, das haben die hier disabled. Okay. Ja, ich sag selbst, ich bin für jeden Hinweis dort auch zugange. Ich versuche das Spiel immer noch schneller zu machen. Also das Erste, was ich ja erstmal jetzt hier gemacht habe, da auch schöne Grüße an Chido. Chido hat mir gegeben, hey, mach mal die Sprache anders. Habe ich gemacht. Ich habe ja die gesagt, ich habe, oder habe ich schon erzählt? Ich glaube nicht. Ich habe das auf die chinesische Sprache gesetzt. Ich wollte zuerst wie jeder typische Speedrunner auf die japanische Sprache das jetzt umsetzen. Ja, das wären dann alles leere Textboxen gewesen. Ja. Frag mich. Und dass du Chinesisch spielst und nicht Englisch oder so? Ja, da komme ich später noch dazu, aber ich sag's mal nur so: im Akt 3 werden wir eine bestimmte Szene dann super schnell durchklicken können. Okay. Aber dazu kommen wir im späteren Verlauf nochmal. So. Ich wurde gefragt, wie die Wetten auf Twitter ausgegangen sind. Ja, die Wette auf Twitter ist ausgegangen, dass unter, ja, so knapp 23, 24 das supported haben, diese Wette. Ich habe aber mir jetzt schon ein bisschen was anderes überlegt dazu. Also diese Likes auf den einen Tweet werden mit reingenommen, aber dazu komme ich auch nochmal zur gegebenen Stelle. Okay. Ah, ich liebe das jetzt schon. Ich kann jetzt immer sagen, wir kommen zur gegebenen Stelle zu den jeweiligen Punkten. Hm. Kauf dir einen Turbo-Controller. I mean, das ist ein Punkt. Ein Turbo-Controller könnte helfen. Fun Fact, das Spiel kann man zu 3 Arten spielen. Erstens mit der Tastatur, also jetzt hier C, Leertaste, WASD, später auch, schon die Pfeiltasten und später WASD. Man kann es auch mit der Maus spielen, was das das längste sein wird. Und das dritte, was diesbezüglich genutzt werden kann, ist einfach ein Controller. So, jetzt haben wir hier die erste Auswahlmöglichkeiten. Wen nehmen wir? Wir nehmen jetzt die Dr. Rosalin, aka Eva. Ganz einfacher Grund, ich spare mir ein paar Sekunden Zeit, denn wenn ich jetzt Nays ausgewählt hätte, hätte ich erstmal nochmal 2-3 Sekunden warten müssen, bis sie die Position getauscht haben. Deshalb nehme ich jetzt auch einfach Eva. Habe ich auch selbst erst nach, lass mich nicht überlegen, 30, 40 Adepts erst herausgefunden. So, zu den Kindern. Denn wir müssen jetzt mit den Kindern reden. Wir brauchen einen Gegenstand, um gleich in die Erinnerungen von Johnny zu gehen. Also, Johnny ist der Hauptcharakter, der im Koma liegt. Der todkranke Mensch, für den wir jetzt hier sind. Und die Kinder helfen uns jetzt diesbezüglich, einen notwendigen Gegenstand zu bekommen, womit wir in die Gedankenwelt von Johnny eintauchen können. Ah ja, was will ich jetzt hier genau machen mit hier Nails und Eva, das ist das Einfachste. Wir sollen gleich einfach die Erinnerungen von Johnny verändern, damit er dann, bevor er stirbt, noch seine Wunschziel, den Mond, erreichen kann. Das haben wir jetzt gerade so im vorherigen Dialog mitbekommen. Natürlich, weil wir alle super Chinesisch können, hat das auch jeder mitbekommen, glaube ich, oder? Natürlich. Also ich habe Chinesisch, das ist meine erste Sprache eigentlich. Ich kann es komplett fließend sprechen. Okay.
So, meine... Just kidding. Okay. Ja, ja, gut, eigentlich, ich sag mal so, eigentlich kann ich fließend Japanisch. War ein bisschen traurig, dass das mit Japanisch nicht geklappt hat. Ah, das ist so der Raum, der die Kinder ein bisschen so verschreckt hat. Das ist der sogenannte lustige Raum. Auch in meinem Split als lustiger Raum gekennzeichnet. Wo wir einfach nur ein Plüschnabeltier rausholen. Was jetzt für uns das Ticket to go ist, um in die Gedankenwelt einzusteigen. So, die erzählen uns jetzt gerade, hey, es gibt noch einen lustigen Raum. Das ist der Leuchtturm diesbezüglich, wo die uns hinleiten wollen. Aber wir als Speedrunner sagen, nö, tut mir leid, wir gehen nicht zum Leuchtturm. Wir müssen hoch zur Nase, wir müssen die Maschine starten und den Speedrun richtig beginnen. Und zwei Punkte jetzt mal hier schon dazu erzählt. Der Speedrun könnte hier schon ein frühes Ende gefunden haben. Hätte ich jetzt entweder beim Dialog geklickt, ja, wir gehen zum Leuchtturm. Oder hätte ich beim zweiten Dialog geklickt, ja, ich helfe euch, wenn ich werde euch helfen, ich gebe euch jetzt eine Süßigkeitsstange. So, wir sind jetzt oben, ups, da, kurz hängen geblieben. Einmal hinsetzen, dann wird die Maschine initialisiert. Diese Maschine mit dem Plüschtier ist so diesbezüglich der Eintritt in die Gedankenwelt von Johnny. So, weiter einmal hier durchklicken. Ich hatte nicht die lauter Striche gehabt. Ich hatte bei Japanisch eine komplette leere Box gehabt. Wo ich mich immer noch frage, wie können das Leute auf Japanisch spielen? Haben die da irgendwie einen extra Patch oder benutzen sie eine andere Steam-Version dazu? So. Wir werden jetzt hier, sagen wir mal, noch circa die nächsten drei Erinnerungen. Ah ja, das ist die erste Erinnerung, aka Erinnerung 0. Wo wir unseren Patienten, der jetzt dann in der Erinnerung nicht im Koma liegt, direkt treffen werden. Ja. Hier geht es jetzt wieder rumgeklicke zur Erklärung, was wir jetzt hier genau machen. Und hier hätte man jetzt auch die erste Chance, irgendwelche Spenden zu erzählen. Denn das dauert gut und gern 2 Minuten. Host, Seth, bist du da? Ich glaube, wir haben unseren Host verloren. Ihr habt euren Host verloren? Das wäre schade. Ich glaube, der Host hat nicht den Eingang zur Erinnerung von Johnny gefunden. Ja, der ist zurückgeblieben. Müssen wir gleich abholen. Naja, dann wird er erst in einer Stunde zu uns stoßen, wenn wir Pech haben. Oh nein. Das heißt, ich bin jetzt eine Stunde nicht da. Ja, schade. Ah, oh Gott. Ah, hallo! Hey, hallo! Nee, du hättest die Chance, das mal hier ein bisschen zu erzählen, hier spendenmäßig oder ähnliches, weil das nur stumpf was durchgeklickt ist. Ja, ich würde euch gerne was spendenmäßig erzählen, aber muss leider sagen, das ist ein bisschen mau gerade. Es sind heute die Leute noch nicht so ganz wach. Ich kann euch aber noch zu Incentives noch ganz viel erzählen. Da sind nämlich noch einige offen. Zum Beispiel am Freitag kann noch der Pfeilname vom Zelda A Link to the Past, nicht A Link to the Past, Wind Waker Randomizer bestimmt werden. Da steht im Moment Minidive und Zelda zur Auswahl, könnt ihr aber natürlich noch weitere dazugeben. Minidive führt im Moment mit 86 Euro, vor Zelda mit 30 Euro und einem Cent. Was sind das eigentlich? Das haben die Leute gemacht, um mich zu triggern. Da hat einer gemacht Zelda und dann habe ich gesagt, das triggert mich und dann haben die Leute alle da reingespendet, einfach nur um mich zu triggern. Die haben es doch alle extra dazu geschrieben. Aber Zelda führt nicht. Also hast du Glück gehabt. Ja, ich was auf der einen Seite hoffe ich, dass das nicht da reingeht alles, aber auf der anderen Seite wäre es cool, weil wir dann Spenden bekommen würden. Das ist für einen guten Zweck. Vor allem 30 Euro und 1 Cent würde mich triggern, ne? Was macht dieser 1 Cent? Wer spendet denn so krumme Beträge? Wo ist Plattdive, wenn man ihn braucht mit dem Ausgleichsspot? Ja, der Ausgleichsspot, der geht ja nur für das, was uns on screen passiert. Ist ja nicht für die Incentives leider. Ah, okay. Ja, trotzdem sind wir gerade bei 2117 und 7 Cent. Also da könnte. Ja. Keine Ahnung, das kribbelt einem schon ein bisschen. Ausgleichsspot. Dann haben wir noch für Vectronom das Incentive für eine Handcam. Das wäre am Samstag dann fällig. Da sind im Moment 25 Euro und 92 Cent zusammen. 100 Euro bräuchten wir aber, um das zu sehen. Also da kann auch noch was gemacht werden. Für Let's Go Pikachu ist noch der Name des Pikachu und der Name des Trainers offen.
Barbie Weser für das Pikachu und ZFM 2021 Hype sind da im Moment die einzigen Vorschläge. ZFM Hype ist aber nur mit 1,93 € da, also das kann man noch locker überbieten. Dann am Sonntag stehen noch an Horizon Zero Dawn, dass wir Olin entweder retten oder töten. Im Moment wird er für 8,75 € gerettet. Da kann aber auch noch was gemacht werden. Und dann bei Uncharted Drake's Fortune kann auch das Kostüm sowie die Sprache bestimmt werden. Für die Sprache gibt es noch überhaupt keine Gebote. Also da steht Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch zur Auswahl. Fürs Kostüm steht Donut Drake im Moment vorne mit 10 €. Aber wie gesagt, bis Sonntag ist noch ein bisschen Zeit. Also wenn ihr da noch was drehen wollt, da ist noch alles drin. Und ich bin immer noch das, was ich sehen möchte. Fire Emblem Three Houses tanzen während einer nicht überspringbaren Cutscene. 150 € soll zusammenkommen. Wir haben erst 1,24 €. Leute, da bitte ich euch, da geht noch was. Bis Samstag um 11 Uhr haben wir Zeit, es zu finden. Das schaffen wir, bin ich ganz sicher. So, während jetzt die Incentives erzählt worden sind, sind wir durch eine gesamte Erinnerung durchgewandert, was keine Minute gedauert hat. Pro Erinnerung müssen wir, um weiterzukommen, sogenannte Mementos sammeln. Bitte nicht den Mementos aus Persona 5 jetzt verwechseln. Diese Mementos. Nach Persona 5. Ja, aber ich sag mal so, das sind nicht dieselben Mementos. Okay. In jeder Welt gibt es einen Mementos, das ist so ein Gegenstand, der uns weiterleitet in der Vergangenheit oder in den Erinnerungen, immer weiter bis zur frühesten Kindheitserinnerung, wo wir einen Trigger lösen, aktivieren können, damit Johnny auf den Mond kommen kann. Und um diese Mementoses, kann man das so sagen, Mementoses? Ich nenne es jetzt Mementoses einfach. Ich hätte jetzt Mementi gesagt, so sagt mir mein Latein, dass man da wahrscheinlich eher Mementi okay, als Wertzahl nimmt, aber... Okay, dann um die Mementi auszulösen, brauchen wir pro Welt 5 Erinnerungsfragmente. Und das sind einfach random Gegenstände, die in der Welt existieren. Oder später auch einfach Bewegungen, wo wir uns jetzt irgendwo hineinbewegen. Oder auch am Ende so gewisse RNG-Elemente, die mich jetzt schon sehr begeistern werden. So. Und in dieser Welt haben wir jetzt gerade 3 der 5 Erinnerungsfragmente, um hier das Plüschstofftier, das Plüschschnabbeltier diesbezüglich gleich zu aktivieren. Und man könnte sagen, es gibt hier gewisse Routings, die man jetzt hier gehen kann. Man muss eigentlich nicht viele Routings gehen, viele Routings machen. Es ist alles am Ende intuitiv, könnte man so sagen. So. Ah ja, und damit man dann auch das Mementos direkt aktivieren kann, muss man auch so kleine Puzzle machen. Und hier kommt so ein kleines Challenge ins Spiel, was ich jetzt beschlossen habe. Und zwar für jedes falsch ausgegangene Mementos spende ich später 5 € zum ZFM. Als erste große Spende. Oha. Und da ich jetzt aktuell nichts falsch... Das muss ich aber leisten. Das werde ich auch leisten, da macht ihr mal keine Sorge. Notfalls habe ich Wario hinten bei mir dran. So, aber aktuell bin ich auf einem guten Counter, wo ich aktuell alles richtig habe. So, ja, und später kommen noch eine weitere Spendenwette dazu, das was schon erwähnt worden ist. So, wir sind jetzt in Erinnerung 3, die werden wir einfach gleich skippen. Und sparen dadurch gut 2 Minuten. Und ich habe hier gerade noch eine Spende reingekommen, die würde ich gerne kurz zwischenschieben, weil ich glaube, bezieht sich auf was, was du gesagt hast. Ja. Von Südsystem 2,93 €. Erstens mal vielen, vielen Dank. Wir sind wieder auf einer geraden Zahl. Die haben die richtige Sprachdatei, Font in Windows. Wenn du die falsche hast oder sie nicht mitgeliefert wird, kommen alle Formen von Anzeigefehlern. Oh, okay. Hat sich wahrscheinlich auf die Textfelder, auf die Texte, die sich das bezieht. Das wurde auch schon im Chat von Seed erzählt. Aber wunderbar, dann habe ich das bloß überlesen. Und Incentive geht natürlich zu dem Fire Emblem Tanzen. Vielen, vielen Dank, Seed System, für die Spende. Okay, aber vielen herzlichen Dank. Gut, das ehrlich, das habe ich nicht gewusst. Also ich sage selbst,
nicht jed. Ich bin da diesbezüglich nicht allwissend. Ich hab mich ein bisschen beschäftigt damit, aber ehrlich, Koreanisch hat damit auch super ausgereicht und hat erstmal richtigen Time-Save gemacht. Und wie gesagt, es geht eigentlich nur darum, wegen Time-Save später bei einer bestimmten Szene, wo man einfach nur durchklicken kann. Und was einfach gut und gern. Was war das im Vergleich gewesen? Lass mich nicht lügen. 5 Minuten Time-Save hatte. So. Währenddessen haben wir hier das erste Mal, oder jetzt das dritte Mal den Song gehört. To the Moon, beziehungsweise Forever, wird später umbenannt. Ist aber in der Hinsicht komplett uninteressant für uns, denn wir skippen jetzt einfach auch weiter die Erinnerung. Hätten wir jetzt auf die obere Textvariante geklickt, hätten wir gesagt, ja, ich möchte gerne alles durchsuchen, hätten wir jetzt hier gerne nochmal eine Minute bis anderthalb Minuten verbracht, dann hätten wir alle 5 Erinnerungsfragmente suchen müssen, das Mementos, diese Blume aktivieren müssen und dann dazu auch am Ende hier jumpen dürfen. Aber das Spiel sagt, hey, du kannst es dir auswählen. Habe ich gedacht, oder sagen wir einfach vom Speedrun her, gut, wir nehmen das an, wir jumpen einfach durch. So. Nächste Erinnerung. Hausbau an der Klippe und ich laufe erstmal falsch. Das ist mir, ehrlich, das ist mir noch nie passiert. So. This never happened before. Ja. Für alle, die Speed-Marathon-Bingo spielen, kann das Kreuz an der Stelle machen. Mementos, ich muss Mementos kaufen, Drang unterdrücken. Tut mir leid, Seed, mein Fehler. Ich hätte nichts über Mementos erzählen dürfen. So. Ich bin kein Fan von Mentos. Ehrlich, nachdem ich immer das spiele, habe ich immer das Gefühl, dass ich gleich so irgendwie Mentos kaufen muss. Und das ist nur Schock. Ah ja, das kleine, was wir hier sehen, das ist so ein Memory-Fragment. Das können wir getrost ignorieren. Das ist ein Grafikbug. Der tritt immer auf, wenn man so schnell in den Anfangssequenzen herumklickt. Und wenn wir Glück haben, sehen wir noch einen größeren Grafikbug später. Wenn wir Glück haben? Ja, wenn wir Glück haben. Das hängt dann auch wirklich von der Geschwindigkeit ab. Aber diese Grafikbugs haben verändern 0% das Spiel. Leider. Wäre manchmal schön, wenn es so gewisse Grafikbugs gibt, wodurch man einfach das Spiel nochmal schneller beenden kann. Das stimmt. Gibt's dann immer super. So. Ah ja, zur Grundstory. Einfach nochmal gesagt, Johnny hat die Dame River getroffen. River ist todkrank. Und jetzt bekommen wir so die Info mit, hey, ja, dein River, die todkrank ist, reicht das Geld für den Hausbau nicht mehr aus. Und jetzt machen sich alle da sehr große Sorgen. So Grundstory her, jetzt gerade für diese Sequenz. So, wir müssen einmal zurückgehen, mal gucken, was Johnny macht. Der steht da herum, interessiert uns ja nicht. Das heißt, wir laufen wieder zurück. Können hier einfach durch die Bretter durchlaufen. Durch gewisse Pflanzen und Steine können wir nicht durchlaufen. Gehen einmal zum Auto. Auto war auch ein Mementos, auch ein Memory-Fragment gewesen. Einmal zum Haus, haben wir auch gesehen, Memory-Fragment. Dann die schöne Soundbox, ist auch ein Memory-Fragment. Und dann haben wir unser nächstes Mementos. Das ist ein Glas eingelegter Oliven. So. Und zur nächsten Erinnerung. Von der Anleitung wird gesagt, man muss die gewissen Punkte alle einzeln richtig anklicken. Es spielt in der Hinsicht keine Rolle, wie man es klickt. Hauptsache am Ende stimmt die Anzahl der Schritte. So. Nächste Erinnerung. Eine meiner der lustigsten Erinnerung, wir befinden uns in einer Bar und bekommen gleich nach dem etlich langen Dialog, der auch wieder circa eine Minute geht, mit, hey, wir haben hier keine Erinnerungsfragmente, was machen wir? Ja, Nails wird gleich eine der lustigsten Szenen überhaupt abspielen oder machen lassen. So. Parallel ist hier Friede, Freude, Eierkuchen, aber gleich, wenn Wilfers und die andere Dame, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, also einer der unwichtigen Charaktere. Ja, ist so. Wow. Ich weiß. Ja, tut mir leid. So, Niklas, den.
Ja, aber die ist unwichtig teilweise. Also, sie wird später in der Story her ein bisschen erzählen, ja, hier, sie ist wie Wither Autistin. Ups, Spoiler, Wither ist Autistin. Wird einfach dort ein bisschen beschreiben, dass Withers eine glücklichere Autistin ist als sie. Denn sie musste sich, um hier in die Gesellschaft sich einzufügen, eine Maske aufsetzen und hat ihr wahres Ich so teilweise verloren, während Wither diesbezüglich diese Maske nie aufsetzen musste, weil das so spät diagnostiziert geworden ist. Also grundsätzlich To the Moon, erstmal jetzt hier kurz zur Erklärung nochmal von der Szene. Wir holen uns jetzt eingelegte Oliven, quatschen um mit denen und müssen die essen parallel auch im Spiel. Müssen wir jetzt nicht als Minigame oder so machen, sondern das wird einfach von Nate so parallel gemacht, um das nächste Mementos freizuschalten. Was ich erzählen wollte, To the Moon spielt sehr stark mit verschiedenen, oder Freebird Games spielt sehr stark mit verschiedenen Motiven in deren Spielen. Bei To the Moon ist das Autismus sowie Verdrängung von Vergangenheiten. Bird Story ist dann so ein bisschen Schizophrenie, könnte man so sagen, weil dort eine eingebildete Person entsteht durch den jeweiligen Menschen. Und das dritte, Imposter Factory, handelt sehr stark vom Imposter-Syndrom. Also jedes Spiel hat irgendwelche Krankheiten als Kerninhalte mit drin. Dann müsste ich mir jetzt vielleicht auch mal, spielen. Ehrlich, meine Empfehlung ist, jeder sollte mal irgendwann To the Moon, Final Paradise sowie Imposter Factory gespielt haben. Denn ich sag's jetzt und das sage ich als Garantie, man wird im Spiel weinen. Egal ob man möchte oder nicht. So, nächstes ist dann hier einmal der Zettel, der gleich am Leuchtturm hängt. So. Was haben wir hier? Also ist das eigentlich am Ende immer mit diesen Bild-Puzzle-Dingern? Sind das dann die Mementos? Ja, kompletten? Das sind die Mementos. Wir müssen jedes Mementos noch aktivieren. Ah ja, und was sie schreibt, ja, Isabel oder Izzy heißt die Freundin. Danke, ja. Aber für mich, wie gesagt, ein Nebencharakter, der für mich nicht wichtig ist. Also, für den Speedrun her. So, die befinden sich jetzt in der Erinnerung 6 auf den hohen Leuchtturm. Und Eva ist so nett und schmeißt einfach Nails runter. Oh, ja. What? Ja, hat sie, er hat ihn einfach runtergeschmissen. Nani? Ja. Warum? Einfach so, weil er ja kein Australier sein soll. Wirklich wortwörtliche Übersetzung aus dem Englischen. Sei kein Australier. Okay, das ist irgendwie Rassismus auf dem nächsten Level. Ja, 2011, andere Zeiten, andere Spiele und so. Aber wie gesagt, das hat nichts mit Rassismus zu tun. Es sind sehr viele Wortspiele drin, die wir leider im Chinesischen nicht sehen. Wir haben Mordor drin, wir haben was zur Gurke und so. Also, die spielen sehr stark mit Wörtern. Okay. So. Wir sind in Erinnerung Nummer 6, die habe ich, oder in der Sequenz 6, die habe ich liebevoll mein Split Get Down genannt, weil wir jetzt den gesamten Weg vom Berg runterlaufen zum nächsten Mementos. So. Und hier einfach straight runterlaufen, achten, dass man ja hier nicht an Blumen, Stein oder was so weiter stecken bleibt. Das ist so das Berühmte hier, man bleibt überall irgendwo hängen. An Steinen, an Blumen, was auch immer. So, das nächste Mementos ist ein kleiner Hase. Ein Papierhase. Der Papierhase hat auch am Ende was dann mit der Story speziell zu tun. So, einmal hier, einmal hier, einmal hier. Perfekt, freigeschaltet haben wir das Teil. So, einmal rüberklicken, nächste Erinnerung. Ja, in der Erinnerung war das so gewesen, dass es hieß, ja, der Leuchtturm wird verkauft und Johnny hat gesagt, um River glücklich zu machen, dass er den Leuchtturm kauft für sie. Einfach, um sie glücklich zu machen. Ja, wer macht das nicht? Voll süß.
Ja, naja, ich sag mal so, dazu komme ich im. Ja, wobei das wird eigentlich im Anfangsverlauf auch schon erzählt, auch besonders in Erinnerung mit dem Haus. Johnny ist nicht der nette, nice Guy, den wir jetzt hier sehen. Johnny macht das alles, um nicht normal zu sein. Das ist so ein zweites Motiv drinne im Spiel. Johnny ist ein purer Egoist. Der hat sich mit River gedatet, der hat sie geheiratet, um einfach anders zu sein. Während Okay. River normal sein möchte, eigentlich. Oder so bleiben möchte, wie sie ist. Also das ist so ein bisschen verquer, das Spiel. Also kreuz und quer, verschiedene Montüne und so weiter drin. Ja, voll romantisch. So. Hier bekommen wir wieder so die Info, hey, ja, ich habe den Hasen gemacht, wie sieht der Hase aus? Aus was besteht der? Wie sieht er aus? Etc. pp. Das hat etwas mit dem Ende später zu tun, mit Kapitel 3, worüber wir auch in gut und gern einer Stunde reden werden. So, wir haben jetzt gehört und wissen, dass sie Autistin ist und dass sie einfach anders ist diesbezüglich. Aber vom Speedrun her ist die Geschichte immer noch unwichtig. Wir klicken dem Eimer an, haben angeklickt, dann reden wir einmal mit ihr. Haben wir angeklickt und klicken das zweite Mal das Stoffschnabeltier an, um das nächste Mementos damit freizuschalten. So. Hier müssen wir drei Punkte machen. Eins, zwei, drei. Hat wunderbar geklappt. Wenn ich manchmal hin und her klicke bei Mementos-Auswahl, ich habe einen kleinen Import-Delay. Also manchmal drücke ich schneller, als das Spiel überhaupt reagiert. Vielleicht haben wir Glück, dass wir später in Erinnerung 14, 15 das auch nochmal sehen. So, wir waren vor zwei eine Erinnerung bei Get Down. Diese Erinnerung heißt für mich Get Up, weil wir jetzt den gesamten Weg wieder hochlaufen. So. Und während wir laufen, können wir auch hier diesbezüglich wieder wieder Memory Links sammeln, um gleich das Mementos oben zu aktivieren. So. Und siehe da, weil wir weiter in die Vergangenheit gerückt sind von den Erinnerungen her, steht das Haus hier nicht. Beziehungsweise, das ist der Platz, wo später das Haus stehen wird. So. Haben als Info das auch gesammelt. Man sammelt so viele Notizen im Nebenbei, die sind aber alle unnötig in den Speedrun. So, einmal hier hoch. Und zack, ein romantisches Date in der Nähe des Leuchtturmes. Na, es ist so süß. Ja. So. Bin schon mein Freund, der ist so romantisch. Kannst du ihm ja das Spiel zeigen, dann hat er vielleicht Ideen, wo ihr Ach du, euch ich habe denn gerade decken könnt. nachgeguckt, das ist auch momentan runtergesetzt. Also wer von euch es mal ausprobieren will, momentan auf Steam runtergesetzt. Richtig, aufgrund des Releases von Imposter Factory. Auch Denke ein wunderbares Spiel. Ich habe das an einem Abend komplett durchgespielt, auch mal, durchgestreamt. Ich habe geweint am Ende. Und saß auch mit offenem ja. Mund da, weil so viele Sachen sich So aufgeklärt schlecht, haben. ja. So Nee, schlecht, nee, ja. nee, super duper. Also, ich sag mal so, ich mache sehr viele Jokes über das Spiel, auch teilweise hier, aber trotzdem die Grundstory, die Grundmusik und so weiter, die ist immer wunderbar. So. Reden nochmal sie an, haben hier den nächsten Mementos. Aber Wein ist doch nicht gut. Jetzt will ich Wieso? nicht mehr spielen. Na, du weinst einfach, weil das so tragisch auch teilweise ist. So, eins, zwei, drei, vier. Perfekt. Nächste Erinnerung, wir gehen in eine in Buchhandel rein. Ich nenne das manchmal Bibliothek, aber das ist ein Buchhandel. So, hier wird jetzt auch ein bisschen erzählt, hier von Isabelle, dass sie es super findet, wie River eigentlich lebt. Dass sie sich jetzt nicht verstellt und einfach ihr Weg durchgeht. Und während sie jetzt, nachdem sie sich verstellt hat, auch Schauspielerin geworden ist, dass sie jeden Tag an sich immer wieder schauspielern muss. Und
hätte jetzt man das früher bei River mitbekommen, dass sie Autistin ist und ihr medizinische Hilfe gegeben hätte, dann hätte sie dasselbe durchleiden müssen wie sie. Also das ist auch wieder so ein bisschen die Tragik da drinne. Herr Liebe, ich hasse Liebe. Ja, Todd, ich weiß, du hast Liebe. Aber vielleicht findest du hier ein bisschen... Was Schönes. Aber weißt du, was ich nicht hasse? Was denn? Spenden. Oh, haben wir welche? Rin, the Pianist, mit 30 Euro. Vielen, vielen Dank, Rin. Kommentar, let's go Saturn, viel Spaß und Glück bei deinem Run, wünsche den restlichen Runner noch alles Gute und das ganze Geld geht zum Rettet die Möwen. Wow. Für den nächsten Run, denke ich, ne? Das sind die Möwen. Ja, das ist für meinen Run und ich bin gerade sehr traurig. Ja, die Rettet die Möwen ist jetzt auch in Führung gegangen. Ja, ich war. Ach, mach dir da keine Sorge, mach dir da keine Sorge. Möwen nicht retten. Die sind böse. Also die Möwen werden gerade mit 44,87 Euro gerettet zu 28,25 Euro getötet. Insofern... I mean, ihr kriegt ja lustige Cutscenes, wenn sie sterben. Es ist also keine Cutscenes, sondern ein Codec, aber es ist basically dasselbe. Ja, oh. Auf jeden Fall, Rin, vielen, vielen Dank für 30 Euro. Vielen Dank. So, hier ein kleiner Tipp von meiner Seite, wer das hier mal speedrunnen möchte. Man stellt sich wirklich so hin, wie ich jetzt stand. Dadurch kann man gewisse Sachen schneller triggern. So, und jetzt kommt die witzige Sache. Wir bekommen jetzt so Info, das Kind möchte gerne von Johnny wissen, was für ein gewisser Charakter sich in was verwandelt. Und jeder kennt das natürlich, der kann super Japanisch, hat das auch alles schon durchgelesen immer. Es ist eine Kobra. Nein, Scherz, es ist aufgeschrieben Kobra, das verändert sich niemals, das merkt sich ein Speedrunner. So, damit haben wir auch diesbezüglich die 5 Memory Links. Damit können wir das Mementos öffnen, das ist dann ein Buch Animorphs, wo auch drin steht, dass sich der Hauptcharakter oder ein Charakter in eine Kobra verwandelt. So, 1, 2, 3, 4, 5. So. Und einmal durchklickern. Und zur nächsten Erinnerung. Ups, das hat die Maus. War jetzt aus Versehen rausgerutscht. So. Jetzt kommt eine der wunderbaren Szenen auch wieder. Wir sind bei einer Feier. Was für eine Feier bekommen wir ins gut und gern 3-4 Minuten mit? Aber das Erste, was wir machen, wenn wir zur Feier gehen, wir gucken mal, was es gibt. Und da gibt es diesmal auch wieder eingelegte Oliven. Oder eingelegte Gurken. Je nachdem, wie man das da drinne sieht. Ich mag Oliven. Ja, ich nicht. Ich glaube ja, ich bin eine der wenigen Personen, die Oliven mögen. Na, ich sag mal so, jeder mag das, was er mag. Oliven. Ey, Oliven ist es halt so. Das ist halt so, entweder du magst sie oder du hasst sie. Es gibt nichts dazwischen. Okay, so geliebt. Okay, der Kommentar ist gut. Der ist wirklich gut. Können wir noch spontan einfügen als Incentive, wenn das Ding gewünscht ist? Überhaupt kein Problem damit. Okay, die Oliven. Gibt es in dem Spiel Oliven? Ich weiß es nicht, ehrlich. Ah ja, hier, parallel, die beiden haben ein Anführungsstrichen romantisches Date am Leuchtturm, den sie später kaufen werden, wo sie später dran leben werden. Der Leuchtturm, auch einer der wichtigen Elemente im Spiel, dazu kommen wir auch später. Ich meine, wir können es ja umbenennen in Kill the Flight Oliven, wie Sieg gerade meinte. Das sind keine Fleisch. Fleischoliven mit Federn, ja. Ja, macht Sinn. Doch, ich seh's, ja. Ja. So, die beiden tanzen jetzt ganz schön oben im Leuchtturm. Es muss bloß noch Nena im Hintergrund laufen, ne? Mit Leuchtturm. Oh ja. Wollen sie schon tanzen. So, und beide können nicht tanzen, fallen einmal kurz hin. Und was macht ein normaler Mensch? Der probiert das nochmal. Und jetzt verändern wir die Szene auch parallel.
Denn die haben da kein romantisches Date nach einer, bei einer Feier, sondern das war der Abend gewesen vor deren Hochzeit. Und die erleben wir jetzt hier mit. Das ist so romantisch. Und damit sind die beiden jetzt Herr und Frau Wales. Und wir haben das miterlebt und Nels ist natürlich einer der, er ist sympathisch, aber manchmal nicht, denkt er nicht so weit genug. Der hat nicht gewusst, dass das hier eine Heirat wird. So. Und weiter geht's. Wir gehen jetzt wieder den gesamten Weg runter. Nochmal zurück zum Ausgangsgebiet dieser Erinnerung. Und bekommen hier auch einen kleinen Hint für den späteren Verlauf, denn welche Leute sind natürlich bei einer Hochzeit mit dabei? Die Eltern. Meistens, und, ja. Ja, und unten haben wir die Mutter. Und sie meint, hey, ich bin stolz auf dich, Joey. Und alle fragen sich, ja, was ist denn Joey jetzt gemeint? Und John meint, ja, Joey ist der Nachname vom, ja, Opa in der Hinsicht. Vielleicht sehen wir den Opa später. Wer weiß, wer weiß. So, aber das war so ein kleiner Hint. Jetzt gehen wir alle mal wieder runter zum Parkplatz, denn die Feierlichkeiten sind vorbei. Wir verlassen jetzt einfach auch diese Szene. Und bekommen mit, dass nicht nur von Nails in der Gegenwart jemand überfahren worden ist, sondern auch hier wurde ein Hase überfahren. Und der Hase ist so der einzige Gegenstand, der dann noch hier zum Anklicken der ist. Jetzt dürft ihr dreimal raten, was das Mementos ist. Richtig, der Hase. Ich hätte jetzt gesagt eine Möwe, aber da habe ich irgendwo habe ich mich anscheinend getäuscht. Sind ja auch Fleischoliven. So, Hase, Mementos, Mementos wieder mal dreimal anklicken. Und wir sind aktuell noch sehr gut im Bereich des Mementos drin. Das heißt, da habe ich noch keine 5 Euro verloren. So, und jetzt kommt eine Szene, wo ich mich gleich mal muten werde, wo ich mich auch konzentrieren muss. Denn das ist so der erste von 2 Parts, wo ich ein bisschen was mit Angie zu tun habe. Angie, und das ist, ich bete in der Zeit zu Angie Jesus für dich. Ja, denn wir müssen gleich, das kann ich jetzt schon mal erzählen, wir müssen Nate den Holzkopf retten vom Pferd. Wir müssen einmal zu einer bestimmten Stelle durchreiten. Und wir müssen diesbezüglich auch gleich River und Johnny einmal treffen. Und diese Sequenz ist so ein Minispiel, wo ich mir denke, hätte das sein müssen. Es war so ein schönes Spiel bis jetzt. Auch ein schönes Speedrun-Spiel und jetzt kommt Angie dazu. So. Yay! Und ich sag jetzt nochmal, bei meinem PB, also beim WR-Run, habe ich diese Sequenz komplett vermasselt. Trotzdem am Ende noch Zeit gut gemacht. So, hier ein kleiner Tipp von meiner Seite. Man sieht da einen einzelnen Kreisblock. Zack, hochlaufen. Dann läuft man auch direkt zum nächsten Charakter. Und kann dann quatschen. Ich mache jetzt das Mikro mal kurz aus und konzentriere mich gleich mal. Sonst könnte hier ein bisschen erzählt werden oder auch ein paar Spenden vorgelesen werden. Wenn welche da sind oder über anderes erzählt werden. Ja, neue Spenden habe ich derzeit noch keine, aber vielleicht kann ich ja noch mal was über den guten Zweck, für den wir hier sammeln, was sagen. Und zwar ist das der Bundesverband Kinderhospiz. Der Bundesverband Kinderhospiz hilft Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, die mit lebensendenden Krankheiten zu tun haben. Das ist eine enorme Belastung, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Familien und die Angehörigen. Und der Bundesverband Kinderhospiz unterstützt denn diese Familien durch ambulante Hospizdienste, durch Hospizheime, aber auch durch wohnortnahe Betreuung. Und unterstützt diese Familien mit den extremen Belastungen, die da teilweise entstehen, klarzukommen.
Und wenn jede 100% der Spenden, die wir einsammeln, landen direkt beim Bundesverband. Also da wird nichts zwischendurch noch abgezwackt oder so. Das geht alles dahin. Jede Spende, die ihr macht, ist für einen sehr guten Zweck. Wenn ihr mehr Informationen möchtet, könnt ihr den auf der Homepage Bundesverband Kinderhospiz das durchlesen. Und ja, wenn ihr mit euren Spenden dann auch noch ein bisschen was Spaß haben wollt, dann könnt ihr euch auch noch unsere Incentives angucken. Viele Sachen haben wir schon erreicht. Ein paar sind doch trotzdem noch offen. Der Möwenkrieg wurde gerade eben schon angesprochen. Ja. Dürfte ich ganz kurz vielleicht was zu sagen? Na klar. Mir liegt das Ganze auch sehr am Herzen, weil mir wurde dabei zum Beispiel geholfen, genau von diesem Verband. Ich habe vor einiger Zeit einen Unfall gehabt. Dabei wurde mir mein komplettes Bein zerschmettert. Und ich habe daraufhin dann natürlich auch sehr viel Physio und so weiter gebracht, was auch unter anderem dann von da aus wieder kam. Und deshalb, wenn ich jetzt was sagen dürfte, wenn es zu einem Incentive gehen sollte nach mir, wäre es definitiv das Tanzen während der Unscrollable Cutscenes bei Fire Emblem Three Houses. Was daran liegt, dass mir genau durch diesen Unfall das Tanzen genommen wurde, was eine riesige Leidenschaft war, und das würde mich dann halt das bisschen zurückbringen. Aber ich kann halt aus eigener Erfahrung sagen, die helfen wirklich und die versuchen auch alles daran zu setzen und jedes kleine bisschen hilft da. Und ich kann jetzt schon mal sagen, mindestens 5 Euro gibt es von mir nach den RAN. Egal jetzt für was, denn da muss ich nur sagen, ich habe mein... Erstmal das eine habe ich jetzt diesbezüglich gerade vermasselt. Deshalb gibt es auf jeden Fall 5 Euro nach dem RAN auch direkt als Spender von mir für diesen, für die gesamte Organisation. So. Parallel sind wir jetzt in der nächsten Erinnerung drin. Bekommen mit. Ah ja, parallel, das RNG ist gut gewesen. Muss ich jetzt ehrlich gestehen. So. Hat das Beten geholfen? Ja, danke alle, die gebeten haben, gebetet haben. Ich habe ganz doll gebetet. Allerdings muss ich mal ganz kurz weg. Vielleicht kann der... Ich meine, du redest ja eh die meiste Zeit, aber wenn dann doch mal wer gebraucht wird, kann ja vielleicht Sepp kurz einspringen und das. Na klar. Ich versuche mich zu beeilen. Bis gleich. Bis gleich. Lass dir Zeit. Wir haben ja noch ein bisschen. Wir sind ja jetzt erst bei 45 Minuten von 2 Stunden 10. Ist das eigentlich ein knappes Estimate, das du gesetzt hast? Oder? Nee, das Estimate ist sehr weit. Ich muss ehrlich sagen, zur Zeit, als ich das Estimate gesetzt habe, war ich beinahe 2 Stunden gewesen. Bei 2 Stunden gewesen. Jetzt bei 1,50, also ich rechne mal damit, ich bin bei einer relativ guten Zeit. Ich werde vielleicht bei einer 1,55 am Ende sein, wenn ich Pech habe. Alles klar, also hast du im Training quasi den Weltrekord nochmal ordentlich gedrückt? Ja, der Weltrekord lag damals bei 1,51 und 1,52 ungefähr und ich habe ihn einfach um eine Minute runtergedrückt noch. Ach so, also das war, also jetzt dachte ich, 2 Stunden war dein... Nee, also... Ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, dass ich die PB immer weiter so runterdrücke, um so ein paar Minuten. Zap, 2 Stunden war zuerst das Ziel, dann war das zweite Ziel gewesen, Zap, unter einer Zap 1,55 und dann wurde ich einfach unter einer Zap 1,53 gesetzt. Also habe ich dann diesbezüglich geschafft. So. Einmal hier weitergeklickt. Ja. Nein, jetzt habe ich mich hier verklickt. So. Einmal hoch, wir müssen nur mal gucken, ob Johnny hier eine Begleitung hat. Ah ja, wir sind jetzt in seiner Teenager-Zeit und befinden uns auch diesbezüglich im Kino. Ja, damals, 2011, gab es noch Kino. Heutzutage? Gibt es das heute nicht noch auch? Oder bin ich jedes Mal, wenn ich ins Kino gehe, durch eine Zeitmaschine? Naja, man weiß ja, durch die Pandemie, Kinos, naja, sind so gut wie ausgestorben. Dafür gibt es ja Streamingdienste und so. Und wo landet Satru mit einem guten Anschi und Execute ab jetzt? Achso, das war das, was du gefragt hast, oder? Oder, ich guck mal. Kino? War das nicht das dieses Offline? Netflix? Ja, schon. Ja,
Offline Netflix, wo du meistens noch einen hinter dir sitzen hast, der dir in den Nacken hustet, ne? Das kann Netflix noch nicht simulieren. Sagen wir es mal so. So, wir haben jetzt mitbekommen, Johnny war depressiv. Johnny hatte eigentlich ein Date mit River. River saß mit ihm im Kino. Sie saß aber gefühlt 200 Reihen dahinter. Und meinte jetzt so, aber wir sind doch im Kino. Wir können doch zusammen gucken. Es hieß ja nicht, dass wir zusammen sitzen müssen. Wo ich sage, ja gut, das kann ich sehr gut verstehen. So, das vorletzte oder das letzte Mal Mementos kleine Schnabeltier. So. 2, 3, 4. Einmal geklickt. Und jetzt kommen wir zum Hassgebiet aller Menschen. Die Schule. Beziehungsweise noch nicht das Hassgebiet. Es gibt später noch eine zweite Schulform. Wo ich mir schon die auch nenne liebevoll Nightmare School. Schnabeltier, das war mein... was? So, hier sehen wir Johnny, der ein bisschen hyperventiliert, weil er das erste Mal ein Mädchen anspricht, auch für ein Date. Und Nick ist sein bester Freund, Nick schiebt ihn einfach hoch. So macht das jeder. Ja. Und da muss ich auch Todd mal zustimmen, also Schulen finde ich gar nicht so schlimm, aber ja. Ist, denke ich, Geschmackssache, ne? Naja, Todd, du wirst später die Nightmare School sehen. Dann wirst du verstehen, wieso ich gegen Schulen eine Abneigung jetzt neuerdings habe. So. So, parallel hat jetzt Johnny mal nach einem Date gefragt, sie überlegt dann, antwortet nicht, Nate denkt, die Simulation ist jetzt eingefroren und sie sagt dann gleich zu. Ja, hat's doch funktioniert. Hat doch der Freund doch eine gute Idee gehabt. Richtig. Ah ja, da wir gut im Estimate auch liegen, werde ich hier auch gleich nochmal einen kleinen Abzweig in einen bestimmten Raum machen. Also als kleinen Bonus auch parallel. Na, denn bin ich immer gespannt. Schule kennt man ja überall, es gibt ja verschiedene Fächer, die man ja auch besuchen muss. Erstmal reden wir hier mit Johnny und Nick. Nick sagt, das war erbärmlich gewesen, du hättest das mutiger irgendwie sagen müssen. So. Hab aus Versehen doppelt geklickt. So, einmal hier in die Kunstunterricht. Kunstunterricht, eins der wichtigsten Unterrichtsformen dort. Egal, was man malt, war richtig gewesen. Dann geht's einmal in den Internetunterricht. Und das ist der zusätzliche Raum, der bringt gar nichts. Wir gehen einmal nach hinten zu Johnny. Übersetzt heißt es, scheiße, sie kommt. Und jetzt schneidet um 4 drücken, damit die das nicht sieht. Also, typischer... Internetunterricht. Man soll etwas suchen und man klickt einfach diesbezüglich Alt und F4, damit die Lehrer das nicht mitbekommen. So. Einmal zusätzlich jetzt in den Geschichtsunterricht. Hier bekommen wir den nächsten Memory Link. Und River wird was gefragt und antwortet nicht und haut dann einfach so die perfekteste Antwort mit allen Details raus. Wie man das ja von Studenten kennt teilweise. So, dann in der Sporthalle, aka in der Turnhalle. Sporthalle, aka in der Aula. Einmal nur hier klicken. Die machen ein bisschen Liegestütz. Wir bekommen mit, dass John diesbezüglich nicht gut Liegestütze machen kann. Und nach all der Schulzeit gehen wir jetzt schön in die Kantine und essen was. So. Hier bekommen wir mal auch mit, dass wirklich Johnny einen Crush auf River hat. Weil sie einfach anders ist. Und Nick meint ja, setz dich doch hin, du bist doch cool und so weiter. Und wenn du dich darüber setzt, dann bist du auch ganz anders und böse und so weiter. Und dann bemerkt man einfach, dass
die Kinder in der Schule manchmal böser sind, als man denkt. So ein bisschen egoistisch auch sind. So. Aber wie gesagt, die Grundstory ist diesbezüglich irrelevant, kann man sagen. So, ist ein bisschen gemein jetzt, wie man das sieht, aber ja, meine. Wenn das Game das dir so einflößen möchte, ich weiß es nicht. Ja, aber ich sag mal so, es ist persönlich gesprochen. Manchmal, die Kinder haben meinen, oder grundsätzlich ja, wobei ich halte mich da raus, ich sag da lieber nichts, das würde alles irgendwie eine Diskussion anhauen. Ja, das Echo kommt hier, glaube von Zed. Vermute ich jetzt mal. Ja, dann sag mir das doch, meine Güte. Dann tue ich doch was dagegen. So. Mensch, dann musst du mir das sagen, dann tue ich doch da was dagegen. Ich höre nämlich kein Echo. Ach so, okay. Na, ich habe das nur aus dem gerade aus dem Chat rausgelesen. Ich habe es jetzt persönlich auch nicht mitbekommen, groß. So. Alles. Ja klar, nee, einfach kurz sagen, dann muss ich. Aber wenn es an mir liegt, muss ich da was natürlich ändern. Habe ich jetzt auch gemacht. Kein Problem. So, warte mal, das war hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt. Kannst du mir nochmal die Logik zwischen bei diesen Rätseln verstehen? Ich hab's noch nicht ganz verstanden, nach welcher Reihenfolge du da klickst. Ganz einfach. Am Ende muss der Gegenstand erscheinen. Wir haben sehr viele weiße Felder, diese müssen wir ausfüllen. Und je nachdem, wo ein weißes Feld ist, entsteht ein farbiges Feld und wo ein farbiges Feld sich befindet, entsteht dann ein weißes Feld. Ja. Und man hat eigentlich unbegrenzte Versuche, aber das Spiel gibt so ungefähr vor, was so das ideale Maximalmaß wäre, worauf man klicken würde. Und das sind meistens das 5 oder 6 Felder, die man anklickt und das wäre dann so das Optimum. Alles klar. So, jetzt kurz mal gesagt, das ist die letzte Erinnerung im Akt 1, die wir jetzt betreten werden. Danach beginnen wir gleich mit dem kurzen Akt 2, der auch ein bisschen lustiger sein wird. So, hier sammeln wir unsere letzten, bis jetzt die letzten 5 Memory Links. Einfach so ein bisschen im Haushalt von Johnny und Johnnys Mom mal anklicken und gehen einfach in Johnnys Zimmer. Und der letzte Mementos, den wir jetzt erstmal benötigen, ist diesbezüglich der Fußball von Johnny. Und wenn ihr gleich nochmal genau achtet, seht ihr etwas Interessantes, worauf wir auch später nochmal hinauskommen werden. So, 4, 5 und 6. Wer hat das gesehen? Was Besonderes in dem Raum ist, wer das jetzt nicht gesehen hat, der hat in ca. 20 Minuten nochmal eine Chance, das zu sehen. So, wir befinden uns jetzt in der nächsten Erinnerung und das ist ein ganz komischer weißer Ort. Der irgendwie anders ist und der abgekoppelt ist vom restlichen, ja, von den restlichen Erinnerungen. Und man sieht zwischen der Erinnerung 15... und der Erinnerung 16, was dann in die frühesten Kindheitsereignisse reingeht, ist ein riesengroßer Gap, also ein riesengroßer schwarzer Abgrund, der stinkt. Und ja, die sagen wirklich, diese Erinnerung stinkt. Wieso sie stinkt, was das mit dem Stinken zu tun hat, werden wir im Akt 3 herausfinden oder Ende Akt 2, Anfang Akt 3. Aber Eva sagt, ja, wir können nichts mehr machen. Lass uns jetzt den Trigger starten, um diesbezüglich unsere Aufgabe zu erfüllen. Okay. Ich glaube, mit der Schule haben wir jetzt da irgendwie eine Schuldebatte, glaube ich, im Chat ausgelöst. Ja, ich glaube auch. Also hier werden die Lieblingsfächer argumentiert.
Wenn jetzt zum Lieblingsfach argumentiert wird, Deutsch und Geschichte, meinem Fall. Nur um in die Argumentation mit einzusteigen. So, herzlich willkommen im Akt 2, Akt 1. Wie gesagt, der längste Akt, den es hier im Spiel gibt, haben wir jetzt abgeschlossen. Akt 2, der kürzeste Akt, beginnt mit der Szene in der Realität, wo der Doktor sagt, hey, nicht anfassen, die müssen arbeiten, es passiert nichts, aber du könntest sie stören. Und wir gehen zurück in Erinnerung Zero, also zu Johnny 1, also mit dem wir gut reden können, und erklären ihm jetzt, hey, wir haben alles jetzt abgeschlossen, wir würden dann jetzt gleich mal starten und wir erzählen dir auch, was dann überhaupt passiert. Und zwar grundsätzlich mal kurz zur Story-relevanten Teil. Sigmund Korb kann die Veränderungen von Menschen manipulieren, damit die ihren größten Wunsch mit erreichen können. Das können die diesbezüglich nur mit todkranken Menschen machen, weil jede Veränderung der Erinnerungen löst ein komplettes Chaos in den gesamten Erinnerungskontext aus. Zum Beispiel, Zed, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, okay? Alles klar. Zed möchte Fußballspieler werden, der kann aber kein Fußball spielen. Wir verändern die Vergangenheit, die Erinnerung, dass Zed plötzlich der super Fußballspieler ist und der fängt an, bei Bayern München Fußball zu spielen. Zed hat aber noch ein ganzes Leben vor sich. Und diese neu geschaffene Erinnerung würde dann mit den anderen Erinnerungen zusammenstoßen und würde ein komplettes Erinnerungschaos auslösen, wodurch man stirbt. Siehe Imposter Factory, also Dusumun Teil 3, wo das genauer beschrieben wird. Deshalb kann man das... Dass du mich ausgerechnet zum FC Bayern schicken willst, das ist jetzt schon irgendwie... Ja, aber das ist so der Beispiel. Warte mal, Pflanze, Hase, Buchuhr, Pflanze, Hase, Buchuhr. Ich muss das mir nur kurz mal einbringen, weil ich jetzt hier kurz alles zusammengliedern muss. Ist nur ein Beispiel gewesen jetzt. So, in der Szene... Machen wir das jetzt mit dem todkranken Johnny. Todkranker Johnny bekommt jetzt die neue Erinnerung eingepflanzt, dass er auf den Mond lassen möchte. Damit es dann auch bis zur Vergangenheit durchreicht, müssen wir die jetzt alle einfach mal kurz diesbezüglich anordnen. So, dann machen wir das hier. Ab nach Bielefeld mit mir, ja. Einmal wenn hier. Wenn ich gerne Fußball spielen würde, aber nicht Fußball spielen kann. Können wir machen. So, und das war ein sehr guter Part gewesen. Manchmal hängt man hier, manchmal macht man eine kleine Ehrenrunde. Man muss dann nochmal die Erinnerung weiter drehen, aber das war jetzt gerade sehr gut gewesen. Ja, Patrone, ich habe das an, was du denkst. Wenn du weißt, was ich meine. Du sitzt hier im Adams-Kostüm. Das darfst du doch nicht verraten. Ich rate bloß, ich verrate nichts. Achso, nein, natürlich, ich trage hier Smoking und Krawatte und so. Webcam an oder gelogen, ganz einfach. Ja gut, dann habe ich bestimmt gelogen, weil ich keine Webcam besitze. Parallel haben wir jetzt gerade Johnny 1, 2, 3, 4 und 5 angeglichen von den Erinnerungen her und können jetzt zurück und bekommen mit, es hat sich nichts verändert. Ein bisschen merkwürdig, das ist eigentlich vom Job eigentlich nie passiert. Man hat die kranken Leute immer ein bisschen die Erinnerung dort verändert. Und hat jetzt nicht geklappt. Mal gucken, was da oben abgeht. Und man sieht, ja, es hat sich überhaupt nichts verändert. Natürlich, in ZMRGB steht, dass Kleidung verboten ist. Veni, die möchte ich immer noch lesen. Das wäre super, wenn du die mir mal schicken würdest. Die nicht? Hast du die hier nicht zweifach unterschrieben und vom Notar beglaubigt hinschicken müssen, damit du deinen Run überhaupt freigeschalten gekriegt hast? Kein Kommentar. So, wir bekommen mit, irgendwas hat nicht gestimmt. Das heißt, wir gehen einmal wieder in die Erinnerung, lösen nochmal den Trigger aus und siehe da, es ist nichts passiert.
Also die Menschen können sich quasi alles wünschen, was sie wollen. Ja. Die können sich alles diesbezüglich wünschen, was sie wollen. Und die sind vertraglich dazu verpflichtet, das umzusetzen. Und dazu kommen wir auch später, denn später, das kann ich jetzt schon mal sagen, werden sich Nels und Eva ein bisschen in die Wolle bekommen. Eva möchte wegen diesen rechtlichen Konsequenzen das durchziehen. Während Nels sagt, hey, ist schon nur gut, aber das, was wir dann später machen, ist falsch. Und dazu kommen wir aber auch nochmal. So, parallel hat jetzt Eva überlegt, hey gut, wo könnte ich jetzt einen Trigger ansetzen? Den Trigger setzen wir jetzt im Kino an. Die waren im Kino zusammen, ja. Und der Mond ist der Haupttrigger, deshalb ab einen Mondfilm gucken die sich an. Und jetzt gucken wir mal nach, ob sich was verändert hat. So, es hat sich aber trotzdem nichts verändert und Nate ist auch nicht da. Das heißt, wir müssen jetzt mal kurz gucken, was passiert. Gehen durch Johnny einfach weiter in die Vergangenheit nochmal. So, und das ist so die früheste Erinnerung, die wir auch hätten. Das wäre die Schule. Dadurch habe ich auch gelogen. Ich habe gesagt, wir kommen zweimal in der Schule. Nein, wir sind insgesamt dreimal in der Schule, aber diese Schule zähle ich jetzt diesbezüglich nicht mit dazu. So, wir bekommen aber mit, irgendwas hat sich verändert. Irgendeine große Veranstaltung findet statt. Und alle Kinder sind zur Aula auf. Turnhalle berufen worden. Und haben dort eine Versammlung. Und wer hat die Versammlung gerufen? Nates. Denn Nates ist jetzt in der Hinsicht, tut er so, als wäre er von NASA. Also hier von den nordamerikanischen Astronautengesellschaft. Ich bin übrigens wieder da. Hallo. So. Hallöchen. Nils versucht jetzt, die Kinder zu überzeugen, dass sie zum Mond fliegen sollen oder so Astronaut werden sollen. Und speziell versuchen, die Johnny einzutrichtern, um dort einen Trigger zu setzen. So, das klappt nicht. Er meint, hey, warum sollte ich denn jetzt dahin fliegen? Ja, der Mond ist doch schön, meint nun Nate. Aber die Erde ist noch schöner als der Mond. Was ja auch wahr ist. Und damit beginnen jetzt auch 3 Minuten voller Humor. Kann man jetzt sagen. Weil das jetzt alles gleich humorvoll wird. Und hier hätte man auch die Chance, neue Donations vorzulesen. Ja, hätte man die Chance, Donations vorzulesen. Leider muss ich dir sagen, dass die Donations da leider nicht ganz mitspielen. Aber vielleicht kann ich euch noch ein bisschen noch mal was zu unseren Incentives sagen. Tanzen während einer nicht überspringbaren Cutscene haben wir gerade eben schon mal angesprochen, steht immer noch offen. Für Vectronom gibt es noch das Incentive, die Handcam freizuschalten. Da sind wir im Moment bei 25,92 € von 100 €. Das wäre am Samstagmittag der Run. Für Freitagnachmittag der Zadet Run fehlt noch das Upgrade von Gamer% auf RealGamer%. Da sind im Moment 10 € von 50 €. Haben wir noch nicht ganz erreicht. Da könnt ihr noch Einfluss drauf nehmen. Und ansonsten haben wir noch einige Bitwars. Der aktuellste Bitwars, der gleich im nächsten Run eigentlich wichtig wäre, wäre der Möwen-Bitwar. Ob man die Möwen jetzt töten soll oder sie am Leben lassen soll. Im Moment steht Retten in Führung mit 44,78 €. Dagegen tötet die Möwen bei 28,25 €. Also kann man noch drehen, braucht jetzt aber ein bisschen Einsatz von ein paar Leuten. Dementsprechend, wenn ihr Mario glücklich machen wollt und die Möwen tot sehen wollt, habt ihr jetzt noch gut eine Stunde Zeit, da was zu drehen. Und ich gebe euch das auch zurück mit einem coolen Codec. Und für später heute Abend steht noch an bei Batman Arkham City Run. Im Moment führt das Animated Batman Kostüm mit 31 €. Aber wenn ihr da zusammenlegt, könntet ihr auch noch den 1970er Batman, Batman Beyond, Batman Earth One, Sinestro Corp, The Dark Knight Returns oder Year One Batman auspacken.
So, das war jetzt ein super perfekt, denn wir haben jetzt so, nach dem, was du erzählt hast, haben wir jetzt erstmal die virtuelle Realität bzw. die Erinnerung verlassen, weil wir mitbekommen haben, dass diesbezüglich nichts passiert ist. Unsere ganzen Trigger sind eigentlich für den Hugo gewesen. Und wer näht sich jetzt in der Küche ein Käffchen gönnt und mal über mal herumtelefoniert, um mehr Infos zu bekommen, überlegt jetzt Eva, was könnte denn passiert sein? Was ist die Grundgeschichte? Warum passiert diesbezüglich nichts, passiert das, was passiert und das, was passieren soll, nicht? So. Parallel hat sie so lange überlegt, dass die Sonne aufgegangen ist und sie denkt sich, hey, gut, ich sollte mal jetzt zu Nails gehen. Und das heißt, wir gehen jetzt den Weg einmal zurück. Und es gibt jetzt verschiedene Routings im Haus, denen man gehen könnte. Man könnte jetzt hoch zum Arzt gehen. Man könnte nachfragen, hey, wie geht's denn Johnny? Da bekommen wir dann die Info, ja, Johnny, ja, das geht so, aber die Zeit wird immer knapper. Dann gäbe es die Route und danach würde man zur Hauswartung gehen und danach zu Nails oder zu Nails in der Küche und so weiter. Aber ich gehe die schnellste Routing. Die schnellste Routing ist einmal zu Lilly gehen. Lilly bettet ihre Kinder ein und sagt, komm mit, wenn du reden möchtest, gehen wir am Tisch. Wir gehen mit ihr dann zum Tisch, warten hier, denn solange sie sich nicht am Tisch hinsetzen kann, können wir sie auch nicht ansprechen. Wir quatschen sie kurz an. Sie sagt, ob wir Fragen haben. Wir haben keine Fragen. Wir gehen einmal einen Schritt weiter. Sie sagt, hey, Johnny sagt noch dazu, egal was ihr macht, vielen herzlichen Dank, dass ihr das macht. Und von meiner Seite auch vielen herzlichen Dank. Und jetzt sagen wir mal so, ja, ist schön und gut. Wir haben noch nichts gemacht. Wir gehen jetzt einmal zu Nails. Denn Nails befindet sich in der Küche und hat jetzt schon auftelefoniert. Wenn wir davor in die Küche gegangen wären, hätte es hießen, ey, warte mal, Eva, ich telefoniere noch, komm bitte später nochmal. Oder wie man es in Mario sagen würde, The Princess is in NASA Castle. Ja. So, jetzt bekommen wir aber die Info, hey, in den medizinischen Unterlagen, die wir hatten zu Johnny, haben wir einen Detail nicht drin gehabt. Das war ganz geheim. Und zwar, Johnny nimmt Metablocker. Und diese Metablocker blockieren diesbezüglich die letzten drei Kindheitserinnerungen, die wir sehen können. Und mit diesem Problem, mit den Metablockern, können wir einfach nicht weitergehen. Und das ist so das Problem, warum der Trigger nicht funktioniert hat, speziell. So. Parallel hat Nathan gesagt, gut, jetzt habe ich so viel telefoniert, ich gehe jetzt einmal raus an die frische Luft und es stinkt. Und die beiden bekommen mit, dass der Geschank, der draußen ist, durch das überfahrene Eichhörnchen, was ja immer noch vorm Auto liegt, derselbe Gestank ist wie in der blockierten Erinnerung. Und beide zählen hier 2 und 2 zusammen und sagen, diese blockierte Erinnerung können wir durch diesen Gestank als sensorische Keycard benutzen, um in die verborgenen Erinnerungen einzudringen. Ich muss mal kurz was trinken. Ich wollte gerade sagen, das hört sich auch leicht kompliziert an. Ja, und da hat meine Stimme auch fast versagt durch diese Komplexität. Kurzum gesagt, wir gehen jetzt raus, wir holen uns den Gestank des Tieres. Mit dem Gestank des Tieres können wir einfach im Akt 3 weiterkommen. So. Und hier gibt es so eine der einzigen Möglichkeiten von einem Glitch. Und den habe ich vermasselt. Denn wenn man im richtigen Moment läuft, während die Eichhörnchen runterspringt, kann man das noch schaffen, dass man, bevor der Dialog getriggert wird, an der Treppe steht. Und so spart man dann ca. 2 Sekunden. Aber das ist ein Trick, der sehr, 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 sehr schwierig ist. Und der ist mir nur einmal gelungen. Und zwar auch nicht mal in mein PB aka WR ran. So, parallel bekommen wir mit, wir wollen ja das gesamte Tier, was jetzt schon mit Keimen besetzt ist, nicht mitschleppen nach oben. Deshalb, wir wissen, dass es eine kleine Box gibt im Auto, womit wir einfach den Gestank mit reinnehmen können. Ja. Ja, Impulsor ist schon längst rausgekommen, am 30. September.
Ich lese nur gerade parallel in den Chat. So, durch einen Unfall hat sich auch alles verschoben. Das heißt, was macht man bei der Suche? Man schmeißt einfach Sachen raus, wie zum Beispiel so eine kleine Box voller Painkillers. Und nimmt sich einfach nur das gesuchte Objekt raus. Das ist jetzt die Box. So, die Box haben wir genommen. Wir könnten jetzt die Painkillers aufnehmen, damit würden wir eine ca. 30-sekundige Cutscene später mit Nates hier triggern. Aber wir spielen ja auf Zeit, also als Speedrunner auf Zeit spielen. deshalb lassen wir das einfach mal liegen und gehen jetzt straight nach oben wieder, während Nates uns entgegenkommt. Denn Nates hat jetzt plötzlich das Verlangen, seinen Tamagotchi füttern zu gehen. Fragt nicht, Nates ist Nates. So, parallel macht sich Nates dann runter zum Auto. Wir begeben uns gleich hoch. Wir bereiten alles jetzt für die Maschine vor. Sicher, dass das Painkillers sind und nicht irgendwelche andere. Ja, es sind Painkillers. Das kann man jetzt schon sagen. Das hat auch, Achtung, Spoiler Richtung Imposter Factory. Hat auch was mit Imposter Factory zu tun. Denn Nates hat dieselbe Erkrankung wie die Hauptcharakter von Imposter Factory. Und er hat ab und zu Schmerzen und versucht durch die Painkillers diese Schmerzen loszuwerden. Ah, alles klar. Aber, ja. Aber er sucht wirklich seinen Tamagotchi aktuell. Tamagotchi sind toll. Ja, ich auch eins als Kind. Ja, ich auch. Ich glaube, mittlerweile ist es verhungert und verdurstet. Ich glaube, es existiert auch nicht mehr. Ja, bei mir nicht. Ah ja, parallel, wir haben Akt 3 gerade, Akt 2 abgeschlossen und sind jetzt im Akt 3. Cool. Bist du noch gut in der Zeit, oder? Auf jeden Fall bin ich sehr gut in der Zeit. Ja, war. Es wurde vorhin gefragt, wo würdest du jetzt ungefähr landen, wenn RNG und alles richtig mitspielen? Zum großen Vergleich, ich muss jetzt mal überlegen, ich glaube bei einer guten 1,51, 1,52 ungefähr. Ah ja, hier, nochmal. Habt ihr genau geguckt, was im Raum ist? Ich hoffe, dass ihr reingeguckt habt. Denn das wird gleich interessant. Aber sonst jetzt nochmal zur Frage bei einer guten 1,51, 1,52, wenn alles gut läuft. Wenn wir jetzt gleich getourt werden, in ca. 30 Minuten ungefähr, oder in 20, 30 Minuten getourt werden, dann haben wir sehr viel Pech. Dann hoffen wir doch mal, dass alles gut läuft. Ja, aber ich sag's jetzt schon mal, auf jeden Fall, wir werden unter 2 Stunden bleiben. Das ist schon mal safe. Okay. Also das heißt 10 Minuten vor Schedule auf jeden Fall. Also vor Randende Richtung Schedule. Hallo S8 Diver, hallo. So, parallel durch den Geruchstrigger hat sich die Situation von Johnny ein bisschen verschlechtert, aber der Doc hat es irgendwie durch magische Spielekräfte geschafft, durch Anklicken am Herzschlagmonitor das Leben von Johnny zu retten. Ich verstehe bis zum heutigen Tag immer noch nicht, wie man mit einfachen Klicken an einen Monitor das schaffen kann. Das ist die Plot Armor. Ja. Die Plot Armor aktiviert. Ja. Das glaube ich auch. Seed fragt, warum heißt der Mode Full Game und nicht 100%? Weil es kein 100% gibt. Und Any% gibt es auch nicht. Deshalb hat man gesagt, dass es einfach Full Game ist. Denn es gibt hier keine Collectibles. Also keine Achievements, die man freischalten kann, keine Aufsammelgegenstände, die man sammeln kann, sondern man spielt das Spiel einfach straight von A bis Z durch. Man sieht die gesamte Story, man sieht alles einfach, zack, sind das diesbezüglich Full Game. So, parallel durch den Geruchstrigger, also durch den Gestank, haben wir es geschafft, jetzt in die Erinnerung 16 müsste das jetzt sein, ja, 16 einzudringen, das wäre dann Johnny 1, wie ich das so in meinem Split nenne, Johnny Schalt 1. So, und man bekommt mit, ja, Johnny ist überall, die Mutter ist überall. Und Eva hat ein sehr schlechtes Gefühl hier eigentlich.
Und wir gucken uns deshalb mit Eva einfach um. Und bekomm mit. Ja, dein schlechtes Gefühl ist ein bisschen Panne gewesen. Hier ist nichts Schlimmes. Was hast du dir dabei gedacht? Ja, gut, ich weiß auch nicht. Und auf einmal wird dir erst klar, wir müssen zurück, wir müssen uns da was ansehen. Und jetzt kommt so einer der schönen Plot-Twists im Spiel. Denn es hieß ja immer, ja, diesbezüglich, Johnny ist so der Charakter. Johnny ist ja so der wichtige Charakter da drinne, aber seht jetzt einfach gleich selbst, was passiert. Wow. Ja, wow. Aus dem Nichts hier. Aus dem Nichts. Und jetzt fragen wir uns alle, Moment. Johnny, also Kind Johnny, wurde angefahren. Mutter hat das nicht mitbekommen. Mutter natürlich verzweifelt, was komplett verständlich ist. Kniet sich hin, will sich ums Kind kümmern. Watts versteht die Welt nicht mehr. Wie kann Johnny denn angefahren worden sein, ob wir Johnny gesehen haben? Und wir bekommen mit, dass Johnny noch lebt und er ruft Joey. Und macht natürlich Vorwürfe, wie dass Joey aufwacht. Und Plot Twist: Johnny hatte einen Zwillingsbruder namens Joey. Und Joey wurde angefahren. Und durch den plötzlichen Tod von Joey, durch das Angefahren von der Mutter, die daraufhin einen Knacks entwickelt hat und ihr einziges Kind Johnny jetzt Joey nennt, hat auch Johnny, damit er das verkraftet, die Metablocker bekommen, wodurch dann alles, was dann passiert ist, die gesamte Vergangenheit einfach unterdrückt worden ist, beziehungsweise ausgekapselt worden ist. Und wir reisen jetzt weiter in die Vergangenheit von Johnny und Joey. Dieses Game ist so traurig. Ja. Und es wird noch trauriger werden. Kommt schon so ein bisschen aus dem Nichts, ne? Ja. Aber ich habe selbst gesagt, es gibt so zwei Indikatoren drin. Das war einmal, wo die Mutter plötzlich Johnny Joey genannt hat. Und dieser Raum. Denn man hat das die gesamte Zeit gesehen. Warum, oder man hätte sie fragen können, warum hat Johnny als Kind ein Doppelbett? So, und hier Und ich muss bekommt. auch sagen, ich dachte erst irgendwie, dass Joey vielleicht ein Bruder ist, aber da war ja sonst niemand anders, deshalb war ich da ein bisschen okay. So, natürlich. Joey, wie ein guter Bruder ist, der neckt seinen kleinen Bruder, also seinen, glaube ich, jüngeren Bruder, obwohl die Zwillingsbrüder sind, neckt ein bisschen. Und Johnny ist ein bisschen traurig, dass Joey so das Lieblingskind von der Mutter ist von allen. Aber er meint einfach trocken wirklich, hey, du und ich, wir sind eins, wir beide sind Brüder, da ist es egal, wer was hat. Alle haben alles. Eine wunderschöne Botschaft. So, hier können wir kurz mal ausruhen. Hier müssen wir warten, bis die Memory Links sich verbunden haben. Und zack, zur letzten Haupterinnerung. Und jetzt kommt so ein bisschen so das Spiel, was ich auf Twitter schon gemacht habe. Und zwar, hier spielen wir jetzt Schlag den Maulwurf. Und wenn ich jetzt nicht, wie fahren es gewesen? Ich glaube, 90% habe ich gesagt. Ja, 90%. Wenn ich nicht 90% habe, werde ich, weil es jetzt wenige Likes waren, werde ich 50 € später spenden. Das wären dann 55 €, die gleich reinkommen würden, wenn ich das nicht gut schaffe. So, hier haben wir unser erstes Memory Link geholt. Hier geht es einmal zu Johnny, Joey und The Modern. So, Schlag den Maulwurf und hier wird es dann gleich lustig. Und das ist auch die einzige Situation, wo ich die Maus gebrauchen kann. So.
Das heißt, einmal die Maus schon mal nach vorne wiederholen. Denn offiziell im Speedrun brauche ich nur einen einzigen Schlag, um hier weiterzukommen. So, und los geht's. Nein, 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 zack. Ist die Steuerung da sehr clunky bei dem Ja. Oh. Das sieht nämlich schon so ein bisschen abgehackt aus, deshalb. Ja, das ist so, wie wir sagen, ein bisschen Import-Delay auch drin. So, jetzt mache ich mal hier klein weniger. Und ich habe 88%, damit gibt es später 50 Euro. So. Erinnerung haben wir, dieses haben wir jetzt auch weg. Das heißt, gleich gibt es 55 Euro erstmal von meiner Seite noch. So, einmal jetzt hier weiter. Hier müssen wir auch wieder das vorletzte Mal 5 Memory Links finden, um weiterzukommen. 3 haben wir, die 4. gibt es hier. Und jetzt wird hier auch kurz erzählt, warum es oftmals die eingelegten Oliven gibt. Denn Joey mag die Oliven, Johnny mag sie nicht. Und da die Mutter am Ende einen Knacks hatte durch den Tod von der, vom Sohnemann Joey, hat sie ihren Sohn immer gesagt, hier, nimm die eingelegten Oliven, die liebst du doch so gerne. So, und jetzt kommen wir auch zu einer der wunderschönsten Szenen im gesamten Spiel. Und jetzt auch zur kurzen Erklärung, warum ich auf Koreanisch spiele. Und zwar, bis hierhin ist es Jacke wie Hose, ob ich auf Englisch, auf Deutsch, auf Spanisch, auf welche Art und Weise und Sprache ich spiele. Denn dialogemäßig wegklicken ist alles gleich schnell. Aber hier habe ich jetzt diesbezüglich mitbekommen, dass bei allen Sprachen, außer Japanisch und Chinesisch, die Dialoge hier nicht schnell wegklickbar sind. Hier würde man sonst gut und gern an der Stelle 8 bis 10 Minuten brauchen, um die gesamten Dialoge wegzuklicken. Hier kann man aber, das habe ich dann durch festgestellt, hier kann man mit der koreanischen Sprachausgabe, chinesische, ich rede mal koreanisch, Entschuldigung, chinesische Sprachausgabe, kann man wirklich ganz schnell durchkommen. Okay, liegt das am RPG Maker oder hat das? Das habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden. Also es ist einfach so Fakt. Das ist einfach ja, so es Fakt. Ist so, warum? Richtig. Hier zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Deutsch oder das. Hier auf Deutsch oder Englisch hätte, könnte man das hier nicht ganz schnell wegklicken. Da müsste man warten, bis der gesamte Text da ist. Und dann könnte man das weghauen. Low Text gegenüber, alles klar. Ja. Richtig. Mit Englisch. Bevor ich auf Chinesisch gewechselt bin mit der Sprache, habe ich auf Englisch gewandt. Da war ich bei einer guten 1,57 gewesen. Und nachdem ich die Sprache einfach gewechselt habe, habe ich einfach gleich beim nächsten One eine 1,53 gehabt. Gut, aber ich glaube nicht, dass es jetzt nur daran liegt, oder? Doch, das lag wirklich nur daran. Was? Das lag wirklich an den Text. Das habe ich dann mir auch vom Split angesehen. Ich hatte hier bei der Situation, gut, ich hatte davor schon gut und gern 50 Sekunden Timesave gehabt. Aber hier habe ich urplötzlich ein Timesave von gut und gern 4 Minuten gehabt. Das ist ganz schön viel Zeit. Mhm. Ah ja, und weil Etagenbeds sind, cool sind und kleine Kinder gerne oben schlafen. Okay, das hätte auch eine Begründung sein können, wieso Johnny diesbezüglich ein Etagenbett hatte. Oder es war irgendwann noch einmal Nachwuchs geplant, der dann aber nie kam. Ja. Das ist richtig deep. Ah ja, hier parallel, kurze Erklärung, hier treffen sich Johnny und River das erste Mal. Und zwar auf dem Jahrmarktfest. Und hier klärt sich auch gleich alles auf. Jetzt musst du es uns aber erklären, weil... Na klar, das mache ich jetzt schon mal. Und zwar,
John und River haben sich hier das erste Mal getroffen. Und haben sich hier das Versprechen gegeben, falls die sich aus den Augen verlieren, weil die sich jetzt groß versprochen haben, hey, nächstes Jahr treffen wir uns wieder hier. Weil sie sich aus den Augen verlieren oder das vergessen sollten, dass die sich auf den Mond treffen. Um sich wieder zusammenzufinden. Und hier hat auch Johnny gewisse Gegenstände an River weitergegeben, die wir auch gleich sehen werden. Und da ja Johnny durch den Tod seines Bruders die Metablocker bekommen hat und dadurch alle Kindheitserinnerungen verloren hat, aka, dass sie ausgeklammert worden sind, konnte er sich an dieses Versprechen nicht mehr erinnern und hat dadurch River auch später erst wieder kennengelernt. Und da ja River im Verlauf der Geschichte verstorben ist durch ihre medizinische Problematik, hatte er den Wunsch gehabt, dass er auf den Mond gehen möchte, um sich mit ihr wiederzutreffen. Das ist so die Conclusion der Geschichte. Also warum jetzt auch... Warum ist es wie so traurig? Wollte gerade sagen, also sie wusste noch, sie kannte ihn noch, aber er kannte sie nicht mehr, deswegen hat sie sich so komisch verhalten. So im Prinzip. Und deshalb hat sie versucht, ihn auch mit Hasen, also mit den bunten Hasen... Ja, guck mal, das ist der Klitsch, den ich meinte. Einmal der Grafikklitsch. Ups. Ja, das ist das zweite Mal, dass der Grafikklitsch hier auch passiert. Der eine hat der eine sitzt im Es ist ja schon leicht gemein, muss ich schon mal sagen, von dem Spiel. Ja. Wir sind bei einer Pace, wenn alles gut läuft, bei einer Pace von 1:52:53. Pi mal dem. Ich kann das erst genau sagen nach der letzten Szene. Wohin wir ungefähr landen, weil ich da weiß, dass man da nochmal ungefähr 5 bis 6 Minuten braucht. So. Ja, Leute, das heißt auch für euch, wenn ihr noch was machen wollt für Metal Gear Solid 2, tötet die Möwen oder. Während dem Run könnt ihr es auch noch entscheiden, oder was? Ja, bis zum Eulfans, das ist noch ungefähr eine halbe Stunde dann. Alles klar, also trotzdem wird die Zeit immer weniger. Safe ist immer noch vorne mit 44 Euro. Gegenüber 28,25 zu Kill. Wenn ihr noch was drehen wollt, dann müsst ihr euch jetzt demnächst entscheiden. Ja, parallel hat kurz Wiffer erzählt, dass sie glaubt, dass Sterne Leuchttürme sind. Die leuchten, um anderen zu zeigen, dass sie da sind. Und hier bekommen wir das erste Mal den Gegenstand. Und zwar Johnny hat River das komische Schnabelententier überreicht, aka das Schnabeltier. Und sagt selbst hier, hey komm, behalte es, es ist deins. Da sie bei Schlag den Maulwurf sehr schlecht ist. Und er gibt ein bisschen an, hey, ich kann es jederzeit neu gewinnen. Und parallel schenkt er ihr auch diesen kleinen Klamsisack, dass sie ein bisschen geschicklicher wird. Und jetzt kommt das hier. Was passiert, wenn wir uns nicht treffen können und du vergisst? Dann treffen wir uns auf den Hasenbauch, aka auf dem Mond wieder. Ich muss ehrlich sagen, bei der Szene, wo die den Mond ansehen, wo die Sterne ansehen, wo die erzählen, da habe ich angefangen zu weinen. Auch beim ersten Playthrough und das auch bei jedem weiteren Spieldurchlauf. Außerhalb von Speedruns. Es ist schon leicht gemein von dem Spiel. Mhm. So, jetzt wissen wir, wieso, weshalb, warum das alles geschehen ist. Nails bekommt das natürlich wieder nicht klar, sagt, hey, ich habe gedacht, das wäre jetzt eine gute Nacht Kinderstory. Aber Eva sagt, jetzt wissen wir, was wir zu tun haben, um Johnny auf den Mond zu bekommen. Und jeder könnte sich jetzt denken, was jetzt Eva ungefähr vorhat. Denn sie kann ja die Erinnerungen verstellen. Alles verändern und das will sie jetzt auch machen. Und wer wird wohl darunter leiden müssen? So, aber bevor es dazu kommt, herzlich willkommen im Nightmare School. AKA School 3, aber ich nenne die durch den ganzen Archie-Part, den es hier gibt, Nightmare School. Was genau ist daran hart, RNG?
Wie die Fallen. Eva hat jetzt gleich die Kontrolle über das gesamte System und versucht uns auszubremsen, indem sie diesbezüglich Fallen, so Booby-Traps baut, so Stachel, womit wir zurückfliegen, uns ein paar Klobusse an den Kopf schmeißt, ein paar Tische herumschiebt, also das ist so dein RNG-Part. Und jetzt kommt das gleich drauf an, ob es jetzt beim richtigen Run eine gute PB wird oder ein guter WR wird, ob wir gleich getroffen werden von Anfang an oder nicht. Und das ist auch so der zweite Part, wo ich mal ein bisschen stiller bin, wo ich mich auch ein bisschen konzentriere. Also da gebe ich euch jetzt wieder das Wort komplett. Ja, dann bless RNG auf jeden Fall. Ich bete wieder und ich glaube, du hast wieder was zu tun, so wie es aussieht. Ich habe wieder was zu tun, ne? Kommst mir wieder zuvor. Bastest du, kommt mit 20 Euro um die Ecke. To the Moon, Schnief, jawohl. Schnief auf jeden Fall. Und Kill die Möwen. Dementsprechend haben wir das Incentive. Moment, da muss ich jetzt nochmal nachrechnen. Da sind die Kill die Möwen leicht vorne jetzt wieder. Jetzt sind es 48 Euro. Gegen 44 Euro, fast 45 Euro. Also es ist sehr kill die Möwen wieder ganz leicht vorne, aber ihr könnt theoretisch mit 5 Euro das ganze Blatt schon wieder wenden. Trotzdem natürlich, Bastest, du vielen Dank für deine Spende. Geht an einen sehr guten Zweck, an den Bundesverband Kinderhospiz, der jungen und Jugendlichen und jungen Erwachsenen hilft, mit schweren Krankheiten fertig zu werden. Nicht nur denen, natürlich auch den ganzen Familien, die sich dann oft in sehr schwierigen Situationen befinden, weil es dann besondere körperliche oder Verantwortungen gibt, beziehungsweise weil dann natürlich auch über den ganzen psychischen Stress, den man in einer Situation durchleben muss. Und der Bundesverband Kinderhospiz hilft dann mit wohnortnaher Betreuung, mit ambulanten Pflegediensten, aber auch mit Kinderhospizheimen, um dann eben da diesen Familien und auch den betroffenen Kindern und Jugendlichen das so angenehm wie möglich zu gestalten und so viel zu helfen, wie es eben geht, dass man aus der Situation noch das Beste rausholen kann, was eben möglich ist. Ja, und 100% eurer Spenden gehen dahin. Ihr wird nichts mehr abgezwackt. Ihr erhaltet auch, wenn ihr hier spendet, direkt vom Bundesverband eure Bescheinigung, dass es der Geld angekommen ist. Insofern, wir haben noch ein paar Tage Zeit. 2170 Euro sind jetzt schon zusammengekommen. Hoffen wir doch mal, dass am Ende von den 10 Tagen da die Zahl noch ein bisschen steigt und dieser Verein dann bei der guten Arbeit, die er leistet, unterstützt wird weiterhin. So, ich bin jetzt da wieder. Bad RNG war das gewesen. Ich wurde gleich von Anfang vom Globus getroffen und da konnte ich nichts machen. Und das war so dieser große Bad RNG Part, wo ich dann auch sage, da wäre dann meine PB gescheitert. Oder da wäre es grundsätzlich gescheitert. RNG meint es halt nicht so gut mit dir? Naja, es ging. Also das erste mit dem Pferd, das war gutes RNG gewesen. Und das jetzt, was war einfach nur bad gewesen. Wobei, die Booby Traps bin ich sehr gut ausgewichen. Ja. Da latsche ich manchmal so ein-, zweimal rein. Und besonders, wenn man dann irgendwo reinlatscht und diesbezüglich dann, plötzlich hinter sich noch eine Booby Trap hat und noch eine, dass man dann erstmal 8-9 Felder nach hinten fliegt und dadurch 10 Sekunden Time Lost hat. Ja. Das wäre mega bad. Denn meistens spawnt dann eine direkt nach, neben einer bestehenden Booby-Trap, wo man dann nicht durchkommt. Uff. Ja. Aber bis auf den Globus war das sehr gut gewesen. Ich bin auch so oder so bei den Fallen, hier bei den Kugeln, bin ich auch eine Safety-Thread gegangen, einfach kurz abgewartet, bis die ganzen Kugeln weg sind. So, parallel hat Eva alles schon verändert und man siehe da, sie verändert die Erinnerung, indem sie Ulfa rausnimmt aus der Erinnerung. Denn das war ja nach den hier Metablocker die erste Erinnerung, wo sich ja Ulfa mit Johnny getroffen hat. Beziehungsweise wo Johnny Ulfa gesehen hat. Und für sie ist das der einzige Punkt, um diesbezüglich Johnny auf den Mond zu bringen. Indem sie Ulfa rausnimmt. Aus der Geschichte erstmal. Aber sie meint selbst, sie nimmt sie raus, fügt aber etwas anderes ein, was wir auch gleich sehen werden.
Denn jetzt kommt es. So traurig und so dramatisch die Geschichte ist, es wird sich vieles jetzt bessern. Und das wird dann zu einem wunderschönen Happy End werden für Johnny. Aber das sehen wir gleich. Währenddessen sieht er, dass River nicht mehr da ist. Und Nate sagt, tut mir leid, Lena, es verändert sich jetzt schon alles. Und die Veränderung ist entstanden. Auf einmal kommen Johnny, Niklas und Aka, Entschuldigung, war ein kleiner Scherz, Joey, Niklas und Johnny runter. Und in dieser neuen Erinnerungssequenz, Aka Timeline, existiert Joey noch. Denn irgendwie hat das Eva geschafft, dass Joey überlebt. Fragt mich nicht wie, das wird nie aufgeklärt. Und jetzt kommen wir zu das, was mich damals überrascht hat. Es kommt jetzt eine sehr lange Cutscene und diesbezüglich kommt ein richtig schöner Musiktrack mit dazu. Und da von meiner Seite würde ich eigentlich sagen, viel Spaß, aber... aber ich will ein bisschen hier kommentieren. Man sieht einfach alles, was sich jetzt so verändert. River wurde rausgenommen, dafür sind die beiden Brüder und die beiden Brüder da. Das macht es ja im Prinzip nur noch trauriger am Ende. Wieso? Ja. Ihr werdet, ich sag mal so, in dem Punkt werdet ihr sehen, es macht es jetzt aktuell trauriger, aber ihr werdet später positiv überrascht sein. Hier fragt er. Nehme ich dich mal beim Wort einfach dazu. Das garantiere ich euch. Das garantiere ich euch mit Brief und Siegel. Okay. Nun, man sieht jetzt einfach, die gesamten Erinnerungen verändern sich durch diesen einen Punkt. Die Hochzeit fand in der Hinsicht erstmal nicht statt. Er fährt mit dem Auto, da wird diesbezüglich mit dem Auto gefahren. Und man sieht, durch diesen einen Trigger, indem man River erstmal rausnimmt aus der Geschichte, ist er mega motiviert und möchte unbedingt Astronaut werden. Unbedingt zur NASA. Er strengt sich immer weiter an, lernt, macht Sport, ist diesbezüglich dann auch in der Hinsicht sehr sportlich. Man sieht ja zum Vergleich von damals. Ja. Und während die Feste so stattfinden, fährt er trotzdem weiterhin mit dem Auto. Und was macht er natürlich als Jugendlicher und als junger Erwachsener? Er bewirbt sich immer weiter zur NASA. Schreibt Brief für Brief, schickt Brief für Brief ab. Hier mal ein Brief. Im Regen Brief. Und wird immer älter und älter. Und schmeißt seinen nächsten Brief rein. Ah ja, parallel habe ich vergessen zu erzählen. Joey hat damals gesagt, wenn er groß sein möchte, möchte er Autor werden und alle Bücher Kindern gratis schenken. Und siehe da, in der Zeitlinie wurde Joey Autor und hat sein Versprechen eingehalten, indem er gratis Bücher den Kindern gibt. Und natürlich ist sein guter Bruder mit dabei, bekommt einen Anruf und ist komplett schockiert, weil er bei der NASA angenommen worden ist. Und damit kommen wir auch zur letzten Erinnerung in der Hinsicht, aka eine der neuen Erinnerungen, wie er zur NASA gekommen ist. Ja, ja, Weg geht. Aber was ist mit River passiert? Abwarten. Ganz doll abwarten. Ja, hier abwarten. Ja, abwarten. Alles mit der Zeit. Run geht noch eine halbe Stunde. So lange. Nee, der Run wird 10, 15 Minuten maximal. Ach so, ja gut, das schaffe ich gerade noch. Ja, mach dir mal da keine Sorgen. Hi, Vegeta erstmal. Herzlich willkommen.
Hallöchen. So, parallel hat sie aus einfach öffentlichen Daten mal so die NASA hergestellt. Ja. So, parallel können wir hier das neue Buch von Joey lesen. Können jetzt hier weitergehen und hier gibt es zwei Strats, die man laufen kann am Ende. Entweder von Stockwerk 1, 2, 3, 4 oder 4, 2, 3, 1. Und ich laufe natürlich auch die härtere Stockwerk, wäre ich gelaufen, aber ich habe so früh geklickt. Jetzt ist es eigentlich Jacke für Hose. Denn diesbezüglich, je nachdem wie man läuft, ist es am Ende ein bisschen schneller. Aber das spielt in der Hinsicht keine Rolle. So. Vierte Etage, Ausblick zum Space Shuttle. Ist in der Hinsicht ein bisschen uninteressant. Wir schauen uns nur an, hey, in diesem kleinen Teil, da sitzt man dann drinnen und fliegt dann mit der Rakete hoch. Haben genügend geguckt, gehen jetzt wieder zum Fahrstuhl Alp in Etage Nummer 3. Man könnte jetzt auch anders laufen, aber ich mache es jetzt so. So, hier haben wir dann das Zentrifugalteil, wo man dann im Kreis gedreht wird, wo einfach dann getestet wird, hier die Kräfte auf dem Körper des Menschen, wenn die Rakete startet. Eva schaut sich ein bisschen um, kann es gerade nicht fassen, dass ihr Plan, den sie jetzt auserlegt hat, diesbezüglich, habe mich jetzt mal hier verklickt, passiert einfach mal so ein Marathon. Keine Panik. Ja, wir sind noch weit gut in der Alles Zeit. Gut. Dass ihr Plan, was sie jetzt machen möchte, gerade nicht stattfindet. Deshalb wird sie leicht panisch, schaut sich ab und zu um und jetzt denkst du, was ist mit dir denn jetzt los? Aber sie möchte nicht verraten, um was es geht und sagt, hey komm, wir laufen jetzt einfach weiter. So. Einmal hier. Einmal runter in die letzte Etage, aka in die erste Etage, wo wir herkommen. Haben 4 von 5 Memorial Links noch gesammelt. Und sind jetzt im Pausenraum der NASA. So. Parallel entschuldigt sie sich jetzt gerade bei Nils, denn alles, was sie groß geplant hat, hat nicht stattgefunden. Bevor sie aber mehr erklären kann, was sie genau meint, kommt einmal hier die Person ohne Gesicht, so wie Johnny rein und man bekommt jetzt mit, und zwar jetzt, dass irgendwas sich verändert. Man hört einen Herzschlag, man denkt diesbezüglich, Johnnys Zeit ist abgelaufen. Aber, und jetzt kommt das, wo ihr drauf gewartet habt. Guckt, wer da kommt. Herzlich willkommen zurück, River. Na gut, macht irgendwo Sinn. Die wollt ja, ich meine, es hieß ja, sie treffen sich auf dem Mond, richtig? Richtig. Und jetzt ist da die Conclusion, Eva hat Eva nicht rausgenommen aus der Simulation, aka gelöscht, sondern sie hat sie nur verschoben und hat selbst gesagt, dass Eva diesbezüglich stark genug ist und ihren Weg zu Johnny finden wird. Es ist so süß. Es ist schon leicht knuffig, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. Es ist so süß und so traurig und so schön und So, ich kann jetzt schon mal sagen, dass wir bei einer Zeit 1,55 ungefähr liegen. Denn ab der, von hier der Sequenz bis zum Ende brauchen wir noch gut und gern 8 bis 10 Minuten. So Pi mal dem. Ja, ich weiß nicht, erinnert sich noch irgendwer an die Hunde, die mich fast gegessen haben von... Was direkt am ersten? Ja, ich muss doch mal los. Die haben gerade, glaube ich, wieder Hunger oder einen Fussel gesehen und rasten aus. Okay. I'm sorry. Nee, kein Problem. Was für ein Treu-Game. Ja, auf jeden Fall. hier hören wir jetzt wieder das nächste Mal das Hauptteam. Und zwar damals hieß es in Erinnerung 1, 2, 3, 4. 3 oder 4. Hieß es To River. Und jetzt hat es Johnny umbenannt zu To the Moon.
Eins der wunderschönsten Musikstücke überhaupt. So, parallel haben diesbezüglich Nels und Eva beschlossen, dass auch der Doktor und Lilly mit dabei sein dürfen, wenn die Rakete, wo Johnny und River drinne sitzen werden, zum Mond fliegt, dass sie dabei sein dürfen und sich das ansehen können. Und parallel, wo wir gerade bei Trollruns und so weiter waren, wir haben noch eine Spende reingekriegt von Vini Vidi Ricci. Vielen Dank dazu. Und zwar spendet er 13,37 Euro. Erstmal eine wunderschöne Zahl. Und schreibt als Kommentar Metal Seagull 5 Euro auf Kill Möwen und 8,37 Euro auf Save Möwen. Wow. Und damit sind wir jetzt bei dem Bitwar auf 53,25 Euro Töte die Möwen und 53,24 Euro auf Rette die Möwen. Also einen Cent Unterschied. Ah, Veni, danke, das ist geil. Veni macht's nochmal richtig spannend jetzt, kurz bevor der Run losgeht. Naja, ich mach gleich den Sack zu. So, parallel, wir können theoretisch mit allen Charakteren reden, aber wichtig für den Run sind Lady und der Doc, denn die bedanken sich und fragen, hey, wie war denn das jetzt gewesen? War es schwierig, um das so alles zu erfahren? Und er sagt, ja, vielen herzlichen Dank, das ist das erste Mal und wir sollen jetzt mit Eva reden, das machen wir. Und ich muss nur kurz mal zum One-Ende sagen, und zwar, das ist, glaube ich, wie von ein paar anderen Ones gewesen. Es heißt ja eigentlich offiziell immer Credits, aber nein, hier in dem Spiel gibt es ja noch Credits und dann die After-Credit-Scene. Und erst, wenn das Bild schwarz wird in den After-Credit-Scene und dann später drauf steht To the Moon, Episode 1, Häkchen, dann ist Zeit. Also das sind dann noch ein bisschen Zeit, wo wir noch die Credits durchlesen können und ähnliches. Veni, ja, du hast recht, ich habe mich verlesen. Metal Seer Gullet steht da natürlich. Oder Metal Seer Gullet, wie auch immer du das aussprechen möchtest. So, und wie gesagt. Apropos Möwe. Möwe noch einen trinken. Oh, ja. Fachkraft. Ich bin dabei. Ich muss mir auch noch einen aufmachen. Das, sonst ertrage ich das nicht. So viel Emotionalität hier bei dem Spiel. So, parallel haben wir jetzt so alles gemacht. Man bemerkt so Johnnys Zeit auf der Erde, aka in Universum 1. Haha, wer Imposter Factory spielt, weiß, was mit Universum 1 gemeint ist. Haha, geht langsam zu Neige. Deshalb haben Nails und Eva jetzt diesbezüglich den Trigger gestartet, dass die Rakete hochgeht. Und jetzt sehen wir auch wunderschön, wie die Rakete gleich hoch fliegt. Mal schnurstracks zum Mond, würde ich behaupten. Ja, so im Prinzip, richtig. Quasi to the moon. Ja, richtig. Ich hab's verstanden. Und gleich nochmal, wir schwenken öfters dorthin, wir schwenken zurück ins... in den einen Raum und dann schwenkt mir auch gleich zu Nates und Eva und da sieht man dann einfach so eine ganz lustige Szene. Noch parallel. Aber sonst das schöne hier das schöne Gezeichnete auch. Alle jubeln, die Rakete ist ordentlich gestartet, alle super happy und so. Und jetzt zurück so auf der Brücke, man sieht die beiden. Nels nähert sich, will Namen umlegen, Eva sagt nö und er geht zurück. Ein wunderschönes Detail. Mhm. So, man sieht... Kann ja nicht alles Happy End werden hier, ne? Ja, Teil 3. Sag ich nur, Teil 3 wird es ein bisschen anders werden. Oh, du spoilerst hier wieder alles. So, jetzt sieht man einfach, alles was geschehen ist, Heirat und so weiter, ist im Nachhinein passiert. Plus Joey ist mit dabei. Die Barsequenz mit Joey. Haus bauen alle mit. Alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nur Joey ist jetzt dabei. Richtig. Und die erinnern sich zum Schluss daran, wie die sich hinsetzen.
Dass sie da saßen, das hat man auch schon in Sekunde 3-4 gesehen. Da hat man so ein Foreshadowing gesehen, nur dazu. Und man bemerkt mit so, Johnny's Zeit geht langsam zu Ende. Da die an der Maschine sind, alles basiert ja auf seine Erinnerungen und auf sein Leben. Er wird langsam müde. Aber trotzdem, Wilfer bietet ihnen noch die Hand an. Freut sich. Man sieht da vorne, es geht zum Mond. Goodbye, Johnny, es war schön mit dir. Wow. Ja. Also nochmal richtig in die Feels rein. Richtig. Aber wie gesagt, jetzt kommen wir in die Credits, aber die Credits sind noch nicht das Ende. Ich habe meinen ersten Run, das muss ich mal ehrlich sagen, meinen ersten Run habe ich komplett versemmelt, weil ich gedacht habe, hier ist das Finale. Deshalb Time auf Ende. Und dann bekomme ich mit, warte mal, da war doch noch da hinten After Credits. Ah ja, hier. Beide treffen sich im Jenseits wieder. Und er gibt ihr das Schnabeltier. Und beide schauen sich die Sterne an. Stand die Bank am Anfang nicht vom Meer weg? Das war ein Cliff gewesen. Der Leuchtturm steht an einem Cliff. Und dahinter war die Bank. Und das sind so zwei Ebenen gewesen. Hier sieht man einfach so noch ein bisschen im Hintergrund während der Credits so ein paar Erinnerungen. Das, was wir gesehen haben. Wie hart ist es als Speedrunner, die Credits abzuwarten, um noch einen Input zu machen? Relativ hart. Relativ hart. Aber wie gesagt, auch wenn ich die Musik langsam ein bisschen so denke, so, ich will die nicht mehr hören. Es ist immer wieder schön, einfach das Spiel zu spielen und da genießt man auch, während man wartet, noch teilweise Credits und sagt, ja gut, Credits kommen, aber das muss sein. So. Jetzt kommen wir in die After-Credit-Scene. Hier muss ich noch ein bisschen mal C wieder spammen, dass es schneller durchgeht. Und zwar, wir befinden uns am Leuchtturm wieder. Johnny wurde beerdigt. Ned steht am Grab. Die beiden Kinder bringen Eva hin. Und einfach jetzt wirklich hier nur genießen, die reden noch ein bisschen über das Grab, aber das sind beide Businessleute. Deshalb bekommen sie diesbezüglich gleich den nächsten Auftrag. Und ich denke mal, das ist dann der zweite Teil anfängt, oder? Nein, also das ist so das Foreshadowing zum zweiten Teil. Ah ja, hier sieht man so, oh, warte mal, er nimmt doch die Painkillers. Was könnte das denn sein? Foreshadowing Richtung To the Moon 2, Agar, Feine Paradise und diesbezüglich ist Time. GG auf jeden Fall. Na dann GG. 9:55:28, das ist eine sehr gute Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und auch ein. Es hat komisch angefangen, das Game, gebe ich ganz offen ehrlich zu, aber die Story packt einen dann doch mit, auch wenn man es nur so ja, auf Chinesisch nicht ganz so 100% nachvollziehen kann, ne? Naja, wir haben doch festgestellt, wir können doch alle Chinesisch. Ja? Oh ja, wie gesagt, ist fließend. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. So, aber ich habe auch, wir sind ja weit unter meinem Estimate, knapp 15 Minuten. Mhm. Ich hätte noch was zum Vorbereitet und zwar, was passiert, wenn man aus Versehen klicken würde, dass man den Leuchtturm vor der ersten Erinnerung besichtigen möchte? Das könnte ich mal zeigen. Also wenn die Regie das erlaubt, würde ich das mal zeigen wollen. Wie lange bräuchtest du dafür? 2-3 Minuten. Das ginge noch. Aber ich müsste das Spiel mal kurz hart resetten, weil es gibt hier leider keinen Soft Reset. Das heißt, ich muss das Spiel einmal komplett neu starten. Mhm.
Das ist noch uralt RPG Maker Classic, ne? Das ist. Ja. Weil ich kenne neuere RPG Maker, da kann man erstens mal, da kann man ein paar, da gibt es einen Reset-Knopf zumindest, ne? Kannst richtig. Mit... Oh je. Deswegen, jetzt wundert es mich auch nicht, warum das mit der Steuerung durch den Text nicht funktioniert bei dir. Ja. Ist das alt? Vegeta ist zwar nicht WR, glaube ich. Ich glaube, der WR ist bei 1,50 und nicht bei 1,55. Ja. Es war weit hinterm WR, aber wie gesagt, Marathon Showcase One. Na klar. So, und zwar, ich habe mal vorbereitet, was wäre, wenn Nails diesbezüglich mit den Kindern jetzt spazieren geht. Herzlich willkommen zurück im Keller. Wir haben einmal den Keller schon uns angesehen und können jetzt mit den Kindern einfach rausgehen. Wir haben schon angeklickt, dass wir diesbezüglich den Leuchtturm ansehen wollen. Das heißt, wir verlassen jetzt einfach mal das Haus und können plötzlich hier erstmal ganz schnell laufen, weil wir ja keine Zeit haben. Es geht gerade ja, jetzt der Stream ein bisschen in die Knie. Okay, ich warte ab. Kurz. Ja, geht jetzt geht's wieder. So, geht wieder. Perfekt. So, haben hier den Steinacker den Ball abgeschoben und der ist wo gelandet? Da unten. Und natürlich der Kleine, hey, der Ball, warum? Wieso liegt er hier? Wir müssen ihn wieder zurückpacken. Und was wird gemacht? Der wird zurückgebracht. Und wir können jetzt einfach weiterlaufen. So. Laufen wir hin, bekommen mit, dass sie sich über das tote Eichhörnchen aufregen. Aber es ist uninteressant, denn jetzt kommt das Beste. Und zwar habe ich euch schon erzählt, dass ein Cthulhu Moon ein Final Fantasy Ableger ist. Wir gehen mal zum Eichhörnchen. Eichhörnchen wird aufgeweckt. Und herzlich willkommen zu Feinde to the Moon. Typischer RPG-Maker-Manier. Ups. So, was nehmen wir denn? Also, wir haben ja erstmal, Johnny ist unter dem Schlafzustand. Tommy ist unter dem Schlafzustand, Sarah ist ein bisschen verwirrt und Nils ist ein Vollidiot. So, was wollt ihr denn für eine Fähigkeit haben? Das dürft ihr mal jetzt entscheiden. Also ihr drei, ihr beiden, die hier drin sind. Ich glaube, es ist auf dem Stream gerade abgekackt. Ja, jemand sieht es jetzt aber wieder. Oh. Ich nehme das mit dem Wirbelsturm daneben. Okay. Ja, das ist Aero, ne? Denk ja, ich mal. Das ist Aero. Sollen wir es nehmen? Dann würde ich das dann jetzt mal. Aero, weil ich mag. Naja, dann nehmen wir Aero. Und das. Neil heißt der Kollege jetzt. Ja, Neil. So, und er macht es. Er aktiviert seinen Zauber und Sarah sagt: Nein, man darf doch keine Eichhörnchen schlagen. Ja, das tut doch den weh. Okay, dann, ja, dann lassen wir das wohl. Eichhörnchen haut ab, das war's. Wow. Und? Parallel können wir jetzt einfach weiter hochlaufen. Das heißt... Ja, ja leider der Stream hat ein bisschen Ruckler jetzt da, seit du neu gestartet hast. Ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen, aber... Dann lassen wir es am besten. Man hat die Idee gesehen, ja. Ja, also man sieht einfach, Freebird Games hat sehr viele Dinge mit eingebracht. Selbst bei Final Paradise, was dann später stattfinden würde. Also jetzt hier im Teil 2 haben die auch super Ideen reingebracht. Nails ist auch so oder so einer der besten Charaktere im Spiel. Denn das hat man leider in der Version oder auf Chinesisch nicht gesehen. Immer wenn er das alles vorbereiten wollte, gab es vom Hulk Smash zum Kamehameha alle weiteren Varianten. Heißt der wirklich Nail oder spricht man den nicht Nail aus? Ich nenne ihn Nail. Ich nenne ihn Nail. Ist von meiner Aussprache her. Ja, alles klar. Dann war es aber dann auch von meiner Seite mit To the Moon. Erstmal. Es ist so ein schönes Spiel. Es ist so traurig. Es war wirklich schön. Ja, dann würde ich ganz kurz in die Pause gehen. Wir werden aber wahrscheinlich nicht direkt zu Mario's Run überleiten. Nee, wir haben nämlich noch was Kleines in der Hinterhand vorbereitet, da ein Incentive getroffen wurde, nämlich NFL. Madden in voller Football-Montur.
kriegen wir nochmal eine kurze Einführung in die Football-Montur, habe ich mir sagen lassen. Jo, ich mir auch. Deswegen würden wir ganz kurz rübergehen, vielleicht in höchstens eine Minute, und dann wird euch der gute Blattolf seine Ausrüstung zeigen, die er heute Abend tragen wird. Da bin ich mal gespannt, was er so hat. Ganz gespannt. Jo, dann würde ich jetzt in die Pause geben, außer Saturn, du hast noch irgendwas zu sagen? Nö, ich habe nicht viel zu sagen diesbezüglich aktuell.